Chers intervenants, lieber Herr Bomarius, lieber Herr Goswinkel, bienvenue, chers amis de la Maison Heinrich-Heine, cher Publik, bienvenue à notre débat consacré à l'année 1949 en Allemagne et 1948-49, une longue année pour reprendre le titre de cette soirée. 1949 est une année riche en événements majeurs. Parmi ceux-ci, citons la fin du blocus de Berlin, la promulgation de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et aussi, il ne faut pas oublier, la création de la République démocratique allemande. La nouvelle constitution dénommée loi fondamentale, Grundgesetz, dans l'attente de la réunification de l'Allemagne, va consacrer le retour de l'Allemagne de l'Ouest à la démocratie. Et je saisis cette occasion ce soir pour vous annoncer que nous aurons aussi une autre manifestation la semaine prochaine, autour d'une exposition ici dans cette salle où nous allons parler de cette constitution Grundgesetz à partir des articles et de la tradition aussi qui s'exprime dans la Grundgesetz. Alors, pour revenir au thème de ce soir. Pour élaborer ce texte, le Grundgesetz, un long chemin devra être parcouru qui va signifier pour une large partie de ses rédacteurs et de la population une rupture radicale avec un passé immédiat marqué par l'idéologie nationale-socialiste et la disparition des principes et mécanismes démocratiques. Dans son livre 1949, « Das lange Jahr », 1949, la longue année, paru aux éditions Drömer Verlag en 2018. Le journaliste et juriste Christian Bomarius retrace mois par mois la reconquête de la démocratie depuis la seconde moitié de 1948, période qui voit la mise en œuvre de la réforme monétaire, l'avènement du D-Mark et le lancement des travaux de rédaction de la Constitution. Autour de ce fil rouge sont présentés des éléments centraux et marginaux de la politique, de l'économie, de la culture, mais aussi de la vie quotidienne. Le livre de Christian Bomarius trace un large panorama de l'après-guerre, avec des témoignages d'écrivains et d'hommes politiques célèbres assortis d'extraits de journaux intimes de témoins ordinaires de l'époque. Il contient un message toujours actuel. La pensée et l'action démocratique doivent toujours être réaffirmées, réactualisées, aujourd'hui comme à l'époque. Nous sommes très heureux que Christian Bomarius, journaliste et chroniqueur pour la Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung et la Süddeutsche Zeitung, ait accepté de nous présenter le résultat de ses recherches. Et je dois dire que M. Bomarius est déjà venu ici à la maison en 2010, je pense, où vous avez présenté un autre livre, mais qui a une thématique un peu parallèle, qui s'appelle « Das Grundgesetz, eine Biographie », livre qui n'est plus, comme je viens d'apprendre, plus en disposition, disons, à disposition dans les librairies allemandes aujourd'hui. Mais nous sommes fiers d'avoir un exemplaire dans notre bibliothèque. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés peuvent le consulter. Monsieur Dieter Goswinkel est ici pour la première fois et je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Il est directeur de recherche au Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung et actuellement professeur invité à Sciences Po à la chaire Alfred Grosser. Il conduira l'entretien avec notre invité et je l'en remercie chaleureusement. Je pourrais peut-être, je ne sais pas si vous allez le faire, sinon je peux encore ajouter quelques mots pour mieux présenter à la fois M. Bomarius et M. Goswinkel. M. Bomarius, je disais, juriste et journaliste, a reçu en 2018 aussi le prix littéraire Heinrich Mann. En 2008, un autre prix Otto Brenner pour son travail journalistique et 2005, prix des avocats allemands.
Et il faudrait dire que vous avez travaillé aussi pendant des années comme, je pense, comme reporter à la au Bundesverfassungsgericht. C'est ça. C'est pour ça que vous connaissez les institutions comme le Bundesverfassungsgericht de très près. Monsieur Gosewinkel, lui, est historien et également juriste. Il, parmi ses, bon, ses nombreuses disons, publications, je ne peux pas en citer beaucoup, mais il y a énormément de thématiques. Je cherche aussi d'autres thèmes comme coloniale politique und Praktiken Deutschlands und Frankreich, souvent dans une comparaison franco-allemande. Monsieur Gosewinkel a fait des études aussi en Suisse, à Genf, je pense, ou Lausanne, à Genève. Et j'ai vu avec grand intérêt que vous êtes assez souvent en France. Vous connaissez bien les établissements universitaires en France. Vous êtes, et je vais chercher ça parce qu'il y en a tellement. Bon, comme je disais, vous êtes depuis 2002 d'ailleurs directeur de recherche au Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, le fameux WZB. Et là, intéressant, vous étiez co-directeur des groupes de recherche Citizenship, Zivilgesellschaft und politische Mobilisierung et co-directeur du Rule of Law Center et du Center for Global Constitutionalism. Ensuite, je disais souvent en France, en 2004, 2007 et 2009, directeur d'études invité à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Déjà en 2006, pour la première fois, vous aviez la chaire Alfred Grosser. Alfred Grosser, qui est d'ailleurs notre président d'honneur à l'Institut d'études politiques. Et en 2013-2014, vous étiez résident à l'Institut d'études avancées à Paris. 2015, professeur invité à l'Université Paris 8. 2015, d'ailleurs, vous étiez aussi à Montréal ensuite. Et 2016, ça c'était à Bonn, vous étiez fellow du Käthe Hamburger Kolleg Droit comme Culture, ça à l'Université de Bonn. Bon, je vais ne pas faire une longue liste, mais ça quand même pour donner un peu de background, pour mieux vous connaître par le public. Merci d'être venu et je passe la parole maintenant à Monsieur Gosewinkel. Ja, vielen Dank, liebe Frau Deussen. Ich vielen Dank für die Einführung. Ich übernehme jetzt in deutscher Sprache. Ich hoffe, das ist Ihnen recht. Wenn Sie nachher irgendwelche Fragen auf Französisch stellen wollen, kann ich die auch direkt beantworten, aber das ist Ihnen dann gern überlassen. Vielleicht sage ich ein paar kurze Worte zu dem Ablauf, den wir uns vorgestellt haben. Christian Bomarius, den ich übrigens seit langem kenne, wir sind miteinander befreundet, aber das ist ein Zufall, nicht deswegen sind wir eingeladen worden, sondern weil es sich so ergab, aber wir kennen uns sehr gut aus Berlin, wird eingangs ungefähr 15 Minuten etwas zu seinem Buch und zu seinen Absichten sagen. Ich werde dann ein paar Fragen an ihn richten und danach, je nachdem, wie Sie gelaunt sind, wie Sie mögen oder wie sozusagen streitlustig auch Sie sind, sind Sie aufgefordert, Ihrerseits Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben. Und wir stellen uns das so vor, dass Sie möglichst viel zu Wort kommen sollten. Und wenn Sie mögen und wir uns dafür auch Zeit nehmen. Gut. Christian, dann würde ich dich einfach bitten, das Buch, so wie du magst, einmal vorzustellen. Ja, vielen Dank. Ich mag. Ehe ich das aber tue, möchte ich erstmal danken für die freundliche Einladung und für die freundlichen Worte, Frau Deussen. Ich komme wirklich gerne. Und wie Sie auch schon sagten, vor 10 Jahren war ich auch schon mal hier, um mein früheres Buch zu dem ähnlichen Thema vorzustellen, zu dem Grundgesetz.
Jetzt könnte man die Frage stellen, warum schreibe ich jetzt nochmal so eins? Nur weil das Grundgesetz nochmal 10 Jahre älter geworden ist. Das ist nicht der Grund. Es ist ganz einfach so, in dem ersten Buch ging es mir um die Frage, wer hat das Grundgesetz eigentlich gemacht? Um was handelt es sich? Die Deutschen, heißt es immer, lieben dieses Grundgesetz. Nach allen Umfragen ist das bis heute so, aber es kennt eigentlich keiner. Und wenn man die Leute fragt, von wem kommt das eigentlich? Wer macht dieses Grundgesetz 1948, 1949? Den Leuten fallen in der Regel 2, 3 Namen ein. Aber es gab 65 Ratsmitglieder in dem Parlamentarischen Rat. Kennt keiner. Und ich dachte mir, das kann man ja mal vielleicht ein bisschen ändern und schrieb halt ein Buch darüber, wie das Grundgesetz damals gemacht worden ist. Das neue Buch spricht von der anderen Seite, nämlich für wen wurde es eigentlich gemacht? Also für das deutsche Volk, wie es hieß, für das westdeutsche Volk, müsste man sagen. Wer war das? Wie dachten die Leute? Und ich hatte mir gedacht, ich schreibe nicht über die, sondern ich rede mit ihnen. Also ich habe dann Zeitzeugnisse ausgewertet, Briefe, Tagebücher, Zeitungstexte, alles Mögliche, um mir ein Bild zu machen davon, was war eigentlich so die vorherrschende Mentalität. Will sagen, damals wuchs ab Mai 49 sowas wie eine Demokratie heran auf westdeutschem Boden, aber gab es Demokraten? Waren die eigentlich hinreichend vorhanden? Ist ja eine nicht abwegige Frage, 4 Jahre nach dem Untergang der Nazizeit. Meine Antwort, Sie nickten gerade schon so, fällt etwas drüber aus. Es gab viel zu wenig Demokraten. Und dass das dennoch etwas wurde, ist das eigentliche Wunder, von dem ich reden würde, in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Wunder kam aber nicht mit dem Wirtschaftswunder, auch nicht mit dem Wunder von Bern, als die Deutschen Fußballweltmeister wurden, 1954. Dieses Wunder kam in den 70er, 80er Jahren. Da merkte man dann, hier gibt es tatsächlich sowas wie eine demokratische Substanz. Aber vorher, so und dieses ganz frühe Vorher, davon handelt mein Buch. Das ist noch keine hinreichende Antwort auf die Frage, warum ich dieses Buch überhaupt gemacht habe. Gibt es einen aktuellen Anlass? Und dazu würde ich Ihnen jetzt ganz gerne etwas vorlesen, damit Sie ein Bild bekommen von dem geistigen Rahmen, wie ich ihn mir gedacht habe für das Buch. Ich beginne mit einem Satz, den, wenn Sie Deutsche sind, Sie ganz sicher kennen. Das ist der Buchtitel eines Autors, der sozusagen auf der anderen Seite steht. Also kriegen Sie keinen Schreck. Sie werden gleich sehen, was ich mit diesem Satz meine. Deutschland schafft sich ab. Seit 70 Jahren, seit dem 1. Juli 1948, damals erging an die Westdeutschen die Weisung der westlichen Siegermächte, zum zweiten Mal auf deutschem Boden eine Demokratie zu gründen. Wie gründet man eine Demokratie? Ab dem 1. September 1948 tagte in Bonn der Parlamentarische Rat, ein Gremium mit 65 Mitgliedern, die meisten von ihnen Gegner der Nazi-Diktatur, viele deren Opfer, und hob nach 9 Monaten das Grundgesetz aus der Taufe, eine provisorische Verfassung für ein provisorisches Staatsfragment. Warum Grundgesetz und warum Staatsfragment? Die Westdeutschen hofften, die deutsche Teilung in West und Ost sei nur für kurze Zeit. Sie fürchteten, eine westdeutsche Staatsgründung sei das Ende der deutschen Einheit. Hoffnung und Furcht waren unbegründet. Die deutsche Teilung dauerte 40 Jahre, soweit zur Hoffnung. Die Deutschen hatten darauf weder damals noch in den folgenden Jahren Einfluss, soweit zur Furcht. Aber was waren Hoffnung und Furcht der Westdeutschen im Vergleich zu Hoffnung und Furcht der 3 westlichen Siegermächte? Es war deren Hoffnung, ein demokratischer deutscher Weststaat werde Teil des, wie man damals sagte, Bollwerks gegen den Bolschewismus. Seine demokratischen Institutionen könnten die Rückkehr der Westdeutschen in die westliche Zivilisation vorbereiten. Es war ihre Furcht, 3 Jahre nach weitgehend erfolgloser Entnazifizierung, nach 3 Jahren erfolgreichen Widerstands der meisten Westdeutschen gegen die Demokratisierung an ihren Schulen und an ihren Hochschulen, gegen die Konfrontation mit ihrer Schuld, gegen die Abschaffung des Obrigkeitsstaates, gegen die Einführung der Demokratie als künftige deutsche Leitkultur, sei mit den Westdeutschen auch in Zukunft als Demokraten kaum zu rechnen. Über Nacht, vom 23. auf den 24. Mai
1949 wurde aus Westdeutschland die Bundesrepublik und die Westdeutschen nannten sich nunmehr Bundesbürger. Das war eine Lüge. Um wirklich Bundesbürger zu sein, hätten sie sich mit dem neuen Staat zumindest partiell identifizieren müssen. Das taten sie in ihrer großen Mehrheit nicht. Der neue Staat war eine Demokratie, aber die überwältigende Mehrheit seiner Einwohner waren keine Demokraten. In einer Umfrage zu dessen prominentesten Mitarbeitern alsbald, also der Spiegel, zu dessen prominentesten Mitarbeitern alsbald ehemals führende Gestapo-Leute zählten, sagten 60%, sie lehnten den jungen Bundesstaat ab und zögen es vor, in einem Einheitsstaat zu leben. 53% outeten sich im Frühjahr 1949 als Antisemiten, 74% sprachen sich für die Todesstrafe aus, 45% zogen einen auskömmlichen Lebensstandard der Freiheit vor. 64% meinten, Homosexualität müsse auf immer und ewig strafbar bleiben. Und Adolf Hitler landete bei der Frage nach dem größten Staatsmann aller Zeiten, immerhin erst nach Bismarck, Churchill, Stresemann, auf dem 4. Platz, übrigens einen Platz vor Stalin. Die Mehrheit der Einwohner der Bundesrepublik lebte in den Jahren 48-49 noch immer, wie schon in der NS-Zeit in Weimar und im Kaiserreich, in Deutschland. Aber in der jungen Bundesrepublik lebten nur wenige. Das war die zweite deutsche Teilung. Sie dauerte nicht ganz so lange wie die Teilung in Ost und West, aber sehr viel länger, als die westlichen Siegermächte 48-49 hofften. Sie dauerte so lange, bis die Deutschen anfingen, die neue Sprache zu lernen, die nicht nur die neue Amts-, sondern die Alltagssprache in der Bundesrepublik werden sollte. Die neue Sprache lernten sie durch ein dünnes Büchlein, das auch Deutsch für Bundesbürger hätte heißen können, das aber als Grundgesetz lieferbar war. Die Sprache war Deutsch, aber dieses Deutsch, in dem das Grundgesetz zu den Einwohnern sprach, war bis dahin in Deutschland unerhört. Wovon sprach es? Es sprach an erster Stelle von den Grundrechten, von den Bürgerrechten, die jedem Deutschen, von den Menschenrechten, die jedermann, ob Deutscher oder Ausländer, zukämen. Vor allem aber sprach es in Artikel 1 von der Menschenwürde. Solange die Westdeutschen glaubten, deren Unantastbarkeit sei die Phantasmagorie eines Gutmenschen, heute wäre in Deutschland die Rede von rot-grünem Siff. Aber Artikel 1 schrieben der FDP-Mann Theodor Heuss, Carlo Schmidt von der SPD und Hermann von Mangold, CDU, waren sie zwar Deutsche, aber Bundesbürger mussten sie erst werden. Mit anderen Worten, Deutschland musste sich abschaffen, damit die Bundesrepublik werden konnte. Sie ist die AZD, die Alternative zu Deutschland. Die Abschaffung Deutschlands war harte Arbeit. Nach dem Krieg kamen mehr als 7 Millionen Flüchtlinge aus dem ehemaligen deutschen Osten und der Ostzone in den drei westlichen Zonen unter, vor allem in Norddeutschland. Sie kamen unter in Ställen und in Erdhöhlen, aber auch in Lagern wie Uelzen-Bohldamm in Niedersachsen, das eines der größten Lager war, aber selbst mit 8000 Plätzen zu klein. Wenn es nicht für alle reicht, dann reicht es für einige, für alle anderen dann eben nicht. Der niedersächsische Flüchtlingsminister sagt, für wen es reicht. Für die Vertriebenen aus dem früheren deutschen Osten. Leer gehen Flüchtlinge aus der Ostzone aus. Warum? Der Flüchtlingsminister sagt, die Flüchtlinge sind faul und parasitär. Er selbst ist Mitglied der SPD, evangelischer Pfarrer und Vertriebener aus dem zerbombten Breslau. Er heißt Heinrich Alberts, aber der Name sagt damals, 18 Jahre vor dem Mord an Benno Ohnesorg, kaum einem Deutschen was. Den Einwohnern Niedersachsens ist ohnehin gleichgültig, woher die deutschen Fremden kommen, ob aus Breslau oder aus Leipzig. Es sind Fremde. Was bringen sie mit? Deutsche Kultur. Was wollen sie haben? Unterkunft, Essen, Lebenszeit. Wenn es nicht für alle reicht, reicht es immerhin für einige. Für die deutschen Flüchtlinge reicht es nicht, denn es muss für die deutschen Einwohner reichen. Die deutschen Einwohner geben den deutschen Flüchtlingen immerhin eine Volksweisheit mit auf den Weg. Zitat, die drei großen Übel der Zeit, Wildschweine, Kartoffelkäfer, Flüchtlinge. Die Menschenwürde ist unantastbar, keine Frage. Die Frage ist in den Nachkriegsjahren in Westdeutschland nur, ob Schweine, Käfer und Flüchtlinge Menschen sind. Das war die Sprache der Westdeutschen, das Deutsch des Grundgesetzes war es nicht. Von den Vorfahren dieser Zeit trennen uns 70 Jahre, aber sie scheinen uns so fremd,
als lägen Ewigkeiten zwischen ihnen und uns. Ein Flüchtling, der in seiner Heimat für die Menschenrechte kämpfte und der, um sein Leben zu retten, fliehen musste, ist uns, gleich woher er kommt, wohl näher als die Großeltern, die an Schweine und an Käfer dachten, wenn sie von Flüchtlingen sprachen. Auch wenn er, wie man so sagt, der deutschen Sprache nicht mächtig ist, die kann er lernen. Wenn er nach einigen Jahren Bundesbürger werden will, dann sollte er die Grundregeln der deutschen Sprache kennen, aber wichtiger ist, dass er fließend Bundesdeutsch spricht. Das heißt, dass er die Meinungsfreiheit respektiert, also nicht die Bundeskanzlerin als Merkel-Nutte diffamiert. Das heißt, dass er das Erinnern an 6 Millionen Mordopfer des deutschen Antisemitismus nicht als Schuldkult abtut. Das heißt, dass er die Glaubensfreiheit, also die Freiheit zu glauben, was man will, und die Freiheit nicht zu glauben, wenn man nicht will, respektiert. Einer, der sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, mag damit sogar recht haben. Aber ein Bundesdeutscher weiß, dass der Islam zur Bundesrepublik Deutschland gehört, weil mehr als 4 Millionen Muslime zur Bundesrepublik gehören. Mit anderen Worten, würden die Deutschen vor 70 Jahren heute einen Einbürgerungsantrag stellen, hätten sie schlechte Aussichten. Denn wer Bundesbürger werden will, muss nicht nur wissen, wie man Menschenwürde, Demokratie, Freiheit oder Rechtsstaat schreibt, Worte, die zum Grundwortschatz gehören, es müssen für ihn Werte sein, Teil seines Grundwertschatzes und seines Lebensalphabets. Wer Deutscher ist, muss keinen Einbürgerungsantrag stellen. Wer Deutscher ist, kann grölen Ausländer raus, kann vor der drohenden Umvolkung der Deutschen warnen, kann für die Rehabilitierung des Völkischen eintreten und den islamischen Teufel an die Wand malen. Deutscher sein kann also, mit anderen Worten, jeder Idiot. Ein Bundesbürger aber wird an die Losung des Jahres 1948 denken, Deutschland schafft sich ab. Das war damals eine Forderung der Welt an die Deutschen nach 60 bis 80 Millionen Kriegstoten. Deutschland schafft sich ab, damit die Bundesrepublik werden kann. Das war eine Hoffnung erst einiger weniger Bundesbürger. Heute ist es die Lebensbasis der jungen und der älteren Generation, zumindest der großen Mehrheit. Eine wieder wachsende Minderheit unwandelbarer Deutscher mag das anders sehen, warnt um die nationale Identität und warnt, Deutschland schafft sich ab. Die Bundesbürger wissen, das war und ist keine Drohung, das ist unsere Zuversicht und es bleibt unsere Aufgabe auf Dauer. Vor 2 Jahren sagte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland über den schwarzen deutschen Fußballweltmeister, den damaligen Fußballweltmeister Jérôme Boateng, die Leute schätzten ihn zwar als Kicker, aber zum Nachbarn haben wollten sie ihn nicht. Damit sprach er den Deutschen aus dem Bauch, die sich vor der Abschaffung Deutschlands ängstigen, für die Bundesbürger aber sprach er nicht. Einigen mochte vielmehr ein Satz des großen afroamerikanischen Schriftstellers und Bürgerrechtlers James Baldwin durch den Kopf gehen: I'm not a nigger, I'm a man. Darum geht es. Danke. So, das ist so die Rahmenhandlung, wenn Sie so wollen. Soll ich noch ein bisschen einführen ins Buch? Oder? Gerne. Als ich vorhin hier ankam, in mein schönes Zimmer, das ich hier im Haus habe, habe ich mir die kleine Bibliothek angeguckt und fand darin die Werkausgabe Thomas Manns. Und damit sind wir schon mittendrin in meinem Thema. Sie wissen vielleicht, Thomas Mann ist ja in der frühen Zeit der Nazi-Herrschaft immigriert in die USA. Und nach 16 Jahren Immigration kommt er 1949 zum ersten Mal zurück nach Deutschland. Er sollte eigentlich schon ein Jahr früher kommen, er wollte nicht und schickte den deutschen Dramatiker, den expressionistischen Dramatiker Fritz von Unruh, der dann in der Paulskirche eine Rede hielt, die ihn umfallen ließ während der Rede. Er merkte, dass die deutschen Zuhörer nur applaudieren, wenn es gegen die Russen geht, wenn es um die Nazis ging, kein Beifall. Kurz und gut, Thomas Mann sagte, schön, wenn das so ist, ich fahre nicht. Dann hat er sich aber doch 1949 von dem damaligen Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb überreden lassen, zu kommen. Zu der Goethe-Feier in Frankfurt und in Weimar. Thomas Mann und seine Frau Katja wollen immer noch nicht, sie müssen jetzt aber, Zusage ist gegeben, also machen sie sich auf den Weg und kreisen sozusagen Deutschland ein. Man sieht an der Reiseroute Thomas Manns, wie er Deutschland ständig ausweicht. Als er dann gar nicht mehr drumherum kommt und schon fast alle Länder abgeklappert hat, fährt er nach Zürich. Da fühlte er sich wohl, da bleibt er einige Wochen und dann muss er eben doch fahren. Er und seine Frau lassen sich fahren von einem jungen Fahrer,
der Sohn reicher Unternehmer, der sagt, ich bringe euch dahin nach Frankfurt am Main. Und so fährt er also das Ehepaar Mann nach Frankfurt. Und weshalb Thomas Mann zögerte, nach Deutschland zu kommen, hatte mindestens zwei Gründe. Der eine Grund nennt sich innere Immigration. Vielleicht weiß noch der eine oder andere, was damit gemeint ist. Thomas Mann hielt ja während des Zweiten Weltkriegs Reden an die deutschen Hörer. Die wurden verbreitet über BBC. Ganz am Ende des Krieges sprach er auch davon, stand dann auch in deutschen Zeitungen später, man müsse die gesamte deutsche Literatur seit 33 bis 8. Mai 45 einstampfen, weil sie infiziert sei von dem Nazi-Ungeist. Das haben ihm viele deutsche Schriftsteller anhaltend übel genommen. Es meldete sich zum Beispiel ein damals nicht unbekannter Autor zu Wort, Walter Molo, also ein Konfektionsschriftsteller, der aber wunderbar durch die Nazi-Zeit gerast war. Der protestierte gegen solche Äußerungen, Thomas Manns, auch ein anderer, ich glaube Thies hieß der Mann, und dieser Herr Thies, Frank Thies, prägte das Wort innere Immigration. Das meint, Thies warf Thomas Mann vor, er saß in den Logenplätzen während der Nazi-Zeit und ließ sich's gut gehen, während die anderen, so wie er, den Terror der Nazis auszuhalten hatten. Daran ist jedenfalls falsch, dass Herr Thies den Nazi-Terror hätte aushalten müssen. Er musste gar nichts aushalten. Er hat sich, wie Herr Molo auch, mit den Nazis bestens arrangiert. Es gab jedenfalls, nachdem Thomas Mann seine Rede gehalten hatte und Herr Thies dann geantwortet hatte, also eine zunehmende Eskalation, also eine Eskalation in dem Verhältnis, in dem unguten Verhältnis Thomas Mann und die Deutschen, zumindest die deutschen Intellektuellen. Sie wollten Thomas Mann nicht haben. Und als er sich nun Frankfurt nähert, weiß Thomas Mann schon, auf ihn warten etliche Morddrohungen. Das ist auch für ihn deswegen interessant, weil der deutsche Schriftsteller, der nicht emigriert habende oder seiende Schriftsteller Erich Kästner, ein Jahr davor über Thomas Mann höhnte, Mann habe offenbar Angst, nach Deutschland zu reisen. Er fürchte sich davor, dass man ihn auf offener Straße niederknalle. Da hätten ihn seine Kinder falsch unterrichtet, damit müsste er nicht rechnen. Die Wahrheit ist, nicht nur Thomas Mann rechnete damit, dass man ihn auf offener Straße niederschießt, sondern die Polizei. Als Thomas Mann in Frankfurt ankommt, wartet auf ihn der Oberbürgermeister Kolb und etliche Kriminaler. Alle sind da nicht wegen des Oberbürgermeisters, sondern für Thomas Mann. Eine riesige Polizeieskorte begleitet dann Thomas Mann zur Paulskirche, da kriegt er dann den Goethepreis und so weiter. Die ganze Reise nur unter heftigem Polizeischutz. Dann ist die Abschiedsgala für das Ehepaar Mann. Die Frankfurter Honoratioren sind alle anwesend. Eine schöne Feier. Thomas Mann notiert später in seinem Reisetagebuch, fand er großartig, wie die Deutschen ihn aufgenommen hätten. Was er nicht mitkriegt, aber sein junger Fahrer, der bleibt nämlich, als das Ehepaar Mann sich zurückzieht, ist, dass die Honoratioren nach dem Rückzug des Ehepaars Mann weiterfeiern. Feiern meint hier auch explizit saufen. Und saufen meint hier im weiteren Fortgang das Absingen von Nazi-Liedern. Das war die Stimmung, die Thomas Mann vorfand in der Bundesrepublik. Als er zurückfuhr, schrieb er noch auf der Rückreise in sein Tagebuch, er rechnet mit der Renazifikation, wie er das nannte, mit der Renazifikation Deutschlands in allernächster Zeit. So, und das ist im Grunde die für mich typische Haltung der Deutschen damals, die sie auch solchen Leuten wie Thomas Mann gegenüberbrachten. Und deswegen ist die Frage, die ich auch nicht wirklich auflöse in dem Buch, was sagte eigentlich das Grundgesetz diesen Bundesbürgern? Jedenfalls nichts, mit dem sie etwas hätten anfangen können. Und wie ich schon sagte, was dann kam an Demokratisierung, an demokratischem Erwachen, das kam eben Jahre später. So, ich mache jetzt erstmal einen Punkt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das gibt einen sehr guten Eindruck davon, welche Absicht Christian Bomarius mit dem Buch verfolgt, durchaus auch eine gegenwartsbezogene Absicht, auch eine klar politische, dabei aber ein historisches Buch schreibt oder jedenfalls etwas schreibt, was man nicht geschichtswissenschaftlich einordnen kann, natürlich auch nicht einfach journalistisch, sondern es ist etwas, was eine Dokumentation bedeutet, ein Fiction-Non-Fiction-Text, etwas, was zwischen den Genres liegt, zwischen den Kategorien, die wir
herkömmlich anlegen auf Literatur, welche Art auch immer. Es ist ein Buch, das ganz eigenartig, besonders gestrickt ist. Ich empfehle es sehr, Ihnen sehr noch einmal sozusagen es genauer anzusehen, dass eine sozusagen Verknüpfung, eine Verstrickung, eine Verflechtung ganz unterschiedlicher Textarten ist. Autobiografische Aufzeichnungen, Tagebuchaufzeichnungen, Statistiken, Erhebung des Allensbacher Instituts mit sehr wichtigen Meinungsumfragen, dann geschichtswissenschaftliche Literatur, die sozusagen hineingespiegelt wird und andere Dinge. Das heißt, es ist ein, wie soll ich sagen, ein Werk, ein verflochtenes Werk, in dem diejenigen, die zu Wort kommen, sich häufig, sehr häufig, gar nicht gesehen haben, die sich vielleicht auch gar nicht kennen, die aber auf ganz bestimmte Weise miteinander verknüpft werden. Es gibt sehr bekannte Menschen wie Thomas Mann und andere berühmte Politiker, bekannte Politiker des Parlamentarischen Rates und auch natürlich Bundeskanzler und so weiter, die erwähnt werden, aber es gibt unbekannte Menschen. Und du hast aus den Tagebuchaufzeichnungen von Personen zitiert, die niemand in diesem Raum vermutlich je irgendwie gelesen hat, gekannt hat. Du hast Tagebücher ausgegraben. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, woher du die Texte teilweise beziehst. Thomas Mann ist natürlich in jeder Hinsicht veröffentlicht, aber es sind andere Texte, die wenig veröffentlicht sind oder nicht veröffentlicht sind, beziehungsweise teilweise auch aus privaten Diarien sozusagen entnommen sind. Das ist eine hochinteressante Mischung. Und das gibt sozusagen nicht nur das Bild der Publizierten, der Publizierenden, sondern auch ein Bild von denjenigen Menschen, die sozusagen im Alltagsleben eher einfache Lebensläufe führen, die wenig Teil einer allgemeinen Geschichtsschreibung und so weiter und auch einer Literaturgeschichtsschreibung geworden sind. Das lange deutsche Jahr, so nennst du es, das ist eine Anleihe, glaube ich, an eine Art der Historiker zu reden, nämlich etwas als lang zu bezeichnen, um damit über die herkömmliche Unterteilung von Jahren und von Jahrhunderten hinwegzugehen. Es gibt Historiker, sprechen von einem langen 19. Jahrhundert. Das beginnt mit der Französischen Revolution 1789, nicht am 1. Januar 1800, sondern mit der Französischen Revolution und geht bis zum Ersten Weltkrieg. Das ist das lange 19. Jahrhundert. Und du hast das lange deutsche Jahr 1949. Das beginnt im Jahre 1948 und geht dann bis zum Dezember 1949, um zu zeigen, dass hier solch eine Art von Verdichtungsphase, glaube ich, der Ereignisse besteht, die über das rein kalendarische Jahr 1949 hinausgeht. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ich wollte eben das verkoppeln. Das Buch setzt ein am 1. Juli 1948, das war der Tag, an dem die Siegermächte den 11 westdeutschen Länderchefs den Auftrag gaben, einen Weststaat zu gründen. Das ist für mich dann der Augenblick, an dem sozusagen das Jahr 1949 einsetzt. Und das dauert dann, also die Grundgesetzgebung bis zum 23. Mai 1949, aber dann eben die ersten Bundestagswahlen, die Wahl des ersten Bundespräsidenten, Kanzlers und so weiter. Und das endet dann einfach am 31.12.1949. Aber es war eben das Jahr, das mit meiner Rechnung 18 Monate hatte. Es fing nicht am 1. Juli 1948 an und hört nicht am 31.12.1949 auf, aber das war so der Rahmen, den ich setzen wollte. Um nochmal ganz kurz auf die Auswahl der Stimmen, die da vorkommen, einzugehen. Es kam mir gerade darauf an, auch Menschen zu nehmen, sozusagen aus der Volkshilfe, also einfache Leute, die sich in der Regel gar nicht zu Wort melden, die man auch nie findet. Die wollte ich auch zu Wort kommen lassen. Ich wollte mit Ihnen über die deutschen Verhältnisse sprechen, das heißt, Sie etwas dazu sagen lassen. Also die Tagebücher Thomas Manns, war auch sehr interessant, aber die kennt man ja nun. Aber interessant ist selbst da noch einmal sogar Speer, der Nazi-Baumeister, wie Sie wissen, der sitzt da im Knast Spandau und schreibt da sein Tagebuch und reflektiert darüber, was gewesen ist. Das ist so verlogen wie jedes andere Wort von ihm auch in Nürnberg, aber auch hier in seinen Tagebuchaufzeichnungen, alles total verlogen. Und das wird so wunderbar deutlich, ohne dass ich es sagen muss, einfach indem ich das, was er sagt,
spiegle mit dem, was die anderen sagen. Und damit wird bereits klar, Speer ist und bleibt der Lügner, als den man ihn damals schon hätte kennen können. Das wurde erst Jahre später deutlich, nachdem er seine Autobiografie vorgelegt hatte, mit Hilfe des deutschen Großjournalisten Joachim Fest, der auch der Meinung war, Speer sei eigentlich ein Unschuldsengel gewesen. Und dann kam irgendwann raus, dass er natürlich einer der schlimmsten Nazis gewesen ist. Aber Sie finden oder fänden, blickten Sie in das Buch hinein, auch zum Beispiel einen früheren Bankdirektor. Der sitzt da 1948 in der Nähe von Potsdam, also in der Ostzone, in einer Gartenlaube. Der ist ausgebombt, musste in die Gartenlaube ziehen mit seiner Frau. Sie war NSDAP-Mitglied, er war SPD-Mitglied, so ein nationaler SPD-Mann. Und er hadert mit seinem Schicksal, er weiß gar nicht, für was er nun büßen soll. Was habe ich gemacht, fragt er, dass die Alliierten mich und uns so abstrafen, überhaupt die Deutschen. Seit Ewigkeiten werden wir abgestraft für unbegangene Taten. So, und es geht doch eigentlich nur darum, die deutsche Größe endgültig zu verhindern. Also viel Einsichtsvermögen ist nicht dabei, aber so reden die meisten. Und sein eigentlicher Wunsch ist aber nun nicht, das Urteil zu korrigieren, sondern was er gerne korrigiert hätte, ist sein Aufenthaltsort. Er möchte nämlich aus dem Osten in den Westen, nach Uelzen, wo seine beiden Töchter wohnen. Und seine Tagebucheinträge, die ich da ausgewertet habe, handeln eigentlich nur von seiner Sehnsucht nach dem Westen. Nicht wegen der Freiheit und nicht wegen der Demokratie, die da vielleicht ausbricht irgendwann, sondern es geht um Nahrungsmittel und um die Wohnungsqualität. Ist ja absolut legitim auch in der Situation, in der die waren, zu sagen, ich möchte hier weg. So, und diese Stimmen schneide ich einfach gegeneinander. Dieses Tagebuch des ehemaligen Bankdirektors, der eine schwierige Phase durchmacht in der Umbruchzeit, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Quelle, weil Sie im Unterschied zu den Politikern und Schriftstellern, die zu Worte kommen, auch Alltagsverhältnisse, auch Alltagsnöte und subjektiv empfundene Schwierigkeiten sehr deutlich zeigt. Es ist interessant. Ich habe mir überlegt, wie würde ich den Stil dieses Buches oder das Anliegen dieses Buches nennen. Und ich bin auf etwas gekommen, was ich aufklärende Verknüpfung nennen würde. Aufklärende Verknüpfung, in dem nämlich sehr unterschiedliche Texte miteinander verbunden werden, einander gegenübergestellt, also im Sinne von konfrontiert, das Beispiel von Speer wurde genannt, miteinander verknüpft werden, um sich sozusagen gegenseitig zu kommentieren und in vielerlei Hinsicht auch zu entlarven. Also so würde ich es nennen. Und ich habe mit Erlaubnis unserer verehrten Dolmetscherin einen Textteil aus dem Buch mir einmal vorgenommen, den ich Ihnen gerne, wenn Sie die Geduld haben, den ich Ihnen gerne einmal vorlesen würde. Und wenn ich mal ausnahmsweise die Stimme des Autors sein darf. Gut. Es ist eine Passage aus dem August 1949, also nach Verabschiedung des Grundgesetzes. Die Bundesrepublik schickt sich an, eine erste Regierung zu bilden, die dann im September 1949 sozusagen ihr Amt antritt. Aber es geht um etwas anderes. Es geht um einen Journalisten namens Süßkind, der, glaube ich, dann spätere Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Und Christian Bomarius schreibt Folgendes über ihn und über Thomas Mann, der ja schon zu Wort kam. Wäre es nach W.E. Süßkind gegangen, dann wäre Thomas Mann, der Anfang August in Weimar den extra gestifteten Goethe-Nationalpreis und die Ehrenbürgerurkunde empfängt, schon sehr viel früher nach Deutschland gekommen. Vor 16 Jahren, das Ehepaar Mann hatte sich gerade vor den Nationalsozialisten in Küsnacht in der Schweiz in Sicherheit gebracht, hatte der damals 32 Jahre alte Herausgeber der Zeitschrift Die Literatur Mann ermuntert, doch alsbald nach Deutschland zurückzukehren. Süßkind war kein Nationalsozialist. Vielmehr war er politisch derart unauffällig, dass die Nationalsozialisten nicht bemerkten, dass er keiner war.
Er hatte in seinem in herzlichem Ton gehaltenen Brief an Thomas Mann geschrieben: In Deutschland stehe, und jetzt Zitat Süßkind, alles zum lustigsten, interessantesten und aufregendsten, Zitat Ende. Und er hoffe doch so sehr, dass wenigstens die Neugierde ihn, Thomas Mann, heimtreiben werde. Das sollte wohl bedeuten, wenn Thomas Mann schon nicht der Schutzhaftbefehl, der ihn bereits in Deutschland erwartete, zur Heimkehr bewegen könne, dann möge er sich von der Neugier verlocken lassen. Bekanntschaft mit den lustigen, interessanten und aufregenden Gestapo-Leuten zu schließen. Thomas Mann war in Küsnacht geblieben. Seine Kinder Erika und Klaus hatten ihre Freundschaft mit Süßkind beendet. Und Süßkind hatte, mit Wohnsitz in Ambach am Starnberger See, am Hofe des NS-Generalgouverneurs des besetzten Polen, Hans Frank, Karriere gemacht, der zu Recht als Schlächter von Krakau galt. Süßkind war Mitherausgeber und Literaturredakteur der Krakauer Monatshefte geworden, die deutsches Sprach- und Kulturgut im besetzten Gebiet hegen und pflegen sollten. Dafür war Süßkind der geeignete Mann. Wohlklang der Sprache und Güte des Stils lagen ihm am Herzen, weshalb er es bedauern mochte, dass einige Millionen ermordete Juden die Schönheit des Deutschen nicht mehr persönlich bezeugen konnten. Ich glaube, ein solcher Auszug gibt einen meines Erachtens guten Eindruck, klaren Eindruck von Christian Bomarius Stil, der, ich finde, in seiner sarkastischen Verknüpfung ganz unterschiedlicher Textteile Dinge an den Tag bringt und in diesem Sinne der Aufklärung dient. Christian, ich würde gerne, etwas, was selbst einem Fachhistoriker wie mir, der sich mit der Zeitgeschichte und gerade der Zeitgeschichte der Bundesrepublik befasst hat, gibt es in diesem Buch zahlreiche Entdeckungen, die mir sagen, das ist ja toll, das wusste ich noch gar nicht. Und immerhin habe ich mich einige Jahre mit dieser Zeit befasst. Ich will Ihnen nur ein paar Dinge nennen, die meines Erachtens wirklich besonders sind. Jeder von uns würde, glaube ich, glauben, wenn er gefragt würde, was das Besondere und, soll ich sagen, Wirkmächtige des Grundgesetzes ist, er würde an so etwas wie Bundesstaatlichkeit denken. Ein typisch deutsches Prinzip, das tief in der deutschen Geschichte wurzelnd nun endlich zu seiner vollen Entfaltung kommt und auch seine große Qualität entfaltet, indem es gewaltenteilend wirkt, indem es verteilend wirkt, keine Machtkonzentration zulässt. Das Grundgesetz etabliert diesen Föderalismus und diese Bundesstaatlichkeit. Aber Christian Bomarius zeigt, wie wenig im damaligen Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung dieser Bundesstaatlichkeit anhing. Man glaubt, alle hätten Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder sonst etwas werden wollen, aber tatsächlich gibt es nur eine ganz kleine Minderheit, die das wirklich irgendwie interessant und nötig findet, die vielmehr einen Zentralstaat, so wie es in Weimar und dann natürlich unter dem Nationalsozialismus gegolten hat, eigentlich viel gewohnter und üblicher fand. Das heißt, auch hier ist das Grundgesetz etwas, was der eigentlichen Entwicklung und der späteren Entwicklung die Grundlage bietet und ihr gleichzeitig sehr weit vorausgeht. Ein anderes kurzes Beispiel ist die Debatte um die sogenannte Euthanasie. Alle wissen, dass im Nationalsozialistischen Reich lebensunwertes Leben, so hieß es in der Sprache des Nationalsozialismus, lebensunwertes Leben umgebracht, ausgemerzt wurde, wie es damals hieß. Nun glaubt man, und auch ich glaubte das, dass nach 1945 oder nach dieser Zeit der Ausdruck lebensunwertes Leben etwas ist, was möglicherweise eher in aller Private zum Gespräch, wenn überhaupt, gesagt wird. Tatsächlich aber taucht es in einem Gerichtsurteil auf. Und zwar in der Form, dass ein deutsches Gericht sagt, im Jahre 1946, 47 war das, dass die Verkürzung lebensunwerten Lebens
keinen Verstoß gegen das Sittengesetz darstelle. Und das von deutschen Richtern. Wir wissen und erfahren nochmal aus dem Buch, dass deutsche Richter zu ungefähr 70-80% weiter amtierten, beziehungsweise nach einer kurzen Pause, Zwangspause, die sie einlegen mussten, wieder über Gericht saßen über die Deutschen. Aber die Kontinuität dieser Vorstellung in der Gerichtssprache, das ist doch auch etwas Frappierendes. Wir erfahren, und das ist mein letzter Punkt, ich könnte viele nennen, dass ein linksliberales, wie soll ich sagen, Vorzeigeprojekt der Deutschen, die Wochenzeitung Die Zeit, in den ersten Jahren nach 1945 durch ihren Chefredakteur, jedenfalls führenden, leitenden Redakteur Richard Tüngel, ganz anders geredet hat. Also ein heute linksliberales Flaggschiff, Die Zeit, war damals, sagen wir mal, bestenfalls nationalliberal, aber eher national als liberal. Und Richard Tüngel, ein führender politischer Kommentator der Zeitung, hat in den schärfsten Worten gegen die Versuche von Nürnberg, die Deutschen sozusagen zu Gericht zu ziehen, und gegen die Aufklärungsversuche gewettert. Er hat unter anderem einen wichtigen Ermittler vor dem Nürnberger Gerichtshof, den Deutschen Robert Kempner, einen Schädling genannt. Nun ist es schön, dass eine Zeitung einen solchen Weg machen kann, aber man ist doch erstaunt, welch weiten Weg die Zeit zurückgelegt hat. Das sind nur einige Beispiele und ich will sie jetzt nicht vermehren. Ich möchte einfach fragen, eine simple Frage, aber vielleicht kannst du ein Wort dazu sagen, wie du auf dieses Buch und genau auf dieses Projekt gekommen bist. Wir haben verstanden, dass es einen politischen Anspruch hat, das ist klar. Aber was war sozusagen die springende Idee? War es das erste Buch über das Grundgesetz, das sich dazu gebracht hat, noch einmal auf dieses wichtige Jahr 1949 zurückzukehren, oder gab es andere Gründe? Exakt das war das, dass ich, als ich an meinem ersten Grundgesetzbuch saß, mich fragte, eigentlich vom ersten Tag an, wie haben die Deutschen eigentlich dieses Grundgesetz aufgenommen? War das wirklich für sie gemacht oder war das nur über sie weg gemacht? Schon damals fiel mir auf, dass sich eigentlich offenbar niemand dafür interessiert hat, wer das eigentlich macht, mit welchen Intentionen dieses Grundgesetz gemacht ist. Die Leute hatten schlicht andere Sorgen. Also das war sicherlich die wirtschaftliche Lage, die immer noch drückend war. Übrigens ja nie schlimmer als in anderen Ländern. In Frankreich, in England, da sah die wirtschaftliche Lage viel härter aus als in Deutschland. Aber die Deutschen also fanden es schön, sich als Opfer zu fühlen. Übrigens ein Punkt, der Thomas Mann so unglaublich aufgebracht hat gegen die Westdeutschen, dass sie Anspruch geltend gemacht haben auf privilegierendes Mitleid, wie er das nannte. Ja, also Täter sein reicht nicht, sich dann noch als Opfer fühlen, das muss dann auch noch sein. Also so, dass, also jedenfalls die Frage war für mich, als ich an meinem ersten Grundgesetzbuch saß, wie haben die Deutschen das eigentlich aufgenommen? Ist das wirklich eine Verfassung, die das deutsche Volk sich gibt? Und dann dachte ich mir, gut, das kann ich ja dann untersuchen, wenn das Grundgesetz 70 wird. Und das habe ich halt jetzt gemacht. Und also in einigen Kritiken, die waren zwar alle sehr wohlwollend und freundlich, aber es steht dann überall, ich würde schildern, wie die alten Seilschaften zurückkommen. Das stimmt nicht. Die kommen nicht als Seilschaften zurück. Die kommen auch nicht als Nazis zurück. Es sind alte Nazis, die aber nicht hier weitermachen als Nazis. Das ist, wenn Sie so wollen, es sind frühere Nazis, klar, die hören auf, Nazis zu sein am 8. Mai 1945. Punkt. Alfred Polger sagte, der österreichische Schriftsteller, sei doch merkwürdig, in Deutschland gäbe es keinen einzigen Nazi mehr seit dem 8. Mai 1945. Stimmt auch. Nur der Witz dieses Witzes ist, es ist gar kein Witz, es war nämlich so, die meisten sagten ja nicht, wir wollen als Nazis weitermachen. Die wollten einfach ihre Ruhe haben und wieder integriert werden in der werdenden Bundesrepublik. Und das gelang so, dass Adenauer das Angebot gemacht hat, ihr haltet eure Klappe, von euch kein Wort mehr, ihr redet nicht mehr als Nazis, egal ob ihr sie noch seid oder nicht, interessiert nicht, ihr redet darüber nicht, dann dürft ihr auch zurück.
Adenauer hat im Grunde gar keine Wahl. Es hatte so viele Nazis gegeben, hätte er gesagt, die sondern wir alle aus, hätte das deutsche Volk aussondern müssen. Also nicht das Ganze natürlich, aber doch große Teile davon. Das ging überhaupt nicht. Also musste man irgendeinen Weg finden zur Integration. Ja, man musste die alten Nazis integrieren. Und das funktionierte eben auch dadurch, dass die alten Nazis Ruhe gegeben haben. Es gibt da ein besonders eindrückliches, furchtbares Beispiel von Max Horkheimer. Max Horkheimer kehrt auch 48, 49 zurück aus den USA. Die Universität Frankfurt ruft ihn ganz dringend. Ja, die rief ihn gleich nach Kriegsende. Adorno auch, aber eben Horkheimer auch. Und Horkheimer kommt nach Deutschland zurück und schreibt dann seiner Frau Briefe, wie es an der Universität Frankfurt aussieht. Und schreibt dann, das sei ganz merkwürdig für ihn, er geht durch die Universität in die alten Räume, die er noch kennt, sieht die alten Tische, die er noch kennt, Stühle von damals, alles noch da. Und die Hochschullehrer von damals auch, alle noch da. Und dann sagt er, schreibt er in den Brief, hier sitzen unsere Todfeinde. Dass er zu diesem Urteil kommt, hat aber folgenden Grund. Die Frage ist nämlich nicht nur, wer sitzt da, sondern auch, wer sitzt da nicht. Wer da nicht sitzt, sind erstens exilierte Hochschullehrer, die auch nicht zurückkamen. Keiner rief sie. Horkheimer rief man, alle anderen rief man nicht. Auch die Uni Frankfurt nicht. Aber dann gab es einige, das waren Anfang der 30er Jahre, als die Nazis anfingen, junge Hochschullehrer, die nicht in die NSDAP wollten. Die dachten auch nicht nationalsozialistisch. Das waren so demokratisch denkende Hochschullehrer. Wenn die noch was werden wollten und nicht auswandern konnten, mussten sie NSDAP-Mitglied werden. Die Alten, die schon längst Professoren waren, die mussten überhaupt nichts werden, weil die Nazis wussten, die sind treu. Wie damals, glaube ich, auch Polger sagte, was diese Hochschullehrer störte, war nicht das Nationalistische an der NSDAP, sondern das Nationalsozialistische. Deswegen traten die nicht ein. Das haben die Nazis ausgehalten. Das heißt, man zwang keinen alten oder älteren Hochschullehrer, NSDAP-Mitglied zu werden. Die Jungen mussten oder sollten, wenn sie was werden wollten. Die Folge ist nach dem Krieg, die Jungen sieht man nicht gerne an die Unis zurückkommen. Warum? Weil sie den Alten die Plätze wegnehmen. So. Also bleiben die Jungen draußen und die Alten, die nicht NSDAP-Mitglied waren, aber Nazis waren, wie es die schlimmsten Nazis kommen waren, die sitzen da alle. Das sind die Todfeinde für Horkheimer. Also die Lage ist eigentlich noch sehr viel schlimmer. Sonst hätte man nämlich gleich sagen können, ja gut, die alten NSDAP-Mitglieder draußen. So war es aber nicht. Also wer nicht NSDAP-Mitglied war, war eventuell der hartnäckigere Nationalsozialist. Und das war die Stimmung an den Universitäten. Das ist die Stimmung an den Universitäten und man könnte diese Analyse fortsetzen in Bezug auf die Gerichtsbarkeit, von der sehr viel die Rede ist in dem Buch. Man könnte es auch fortsetzen im Hinblick auf die Verwaltung, die Besetzung der höheren Verwaltungsstellen. Hier hat es teilweise Unterbrechung gegeben, weil die Besatzungsmächte zumindest einige Belastetere zeitweilig aus den Ämtern entfernt haben. Aber die allermeisten konnten wieder zurückkehren. Und das ist das, was Thomas Mann offensichtlich mit Renazifizierung meint. Also es gibt da, wenn ich mal einen Fall bringen kann, an dem wird das so schön plastisch. Das ist der Fall Bilfinger, den werden Sie heute alle nicht mehr kennen. Preußenschlag sagt Ihnen noch was. Also es war praktisch der Putsch gegen die demokratische Regierung in Preußen. Und dann gab es ein Verfahren, weil sich die SPD dagegen wehrte, vor dem Reichsgericht. Und die Anwälte der Putschisten, das waren Karl Schmidt, den kennen Sie wahrscheinlich noch, der Kronjurist der Nazis in den Anfangsjahren, ein zweiter, dessen Name mir gerade nicht einfällt, und ein Jakob, genau, danke, dann nach 1945 in Leipzig, hoch angesehener Professor, Juraprofessor, und dann ein Herr Bilfinger. Und Herr Bilfinger war in so vielen NS-Institutionen, kann man gar nicht zählen. Der war während der Nazi-Zeit Leiter vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Völkerrecht. Es war nach dem Kriegsende klar, der kann nicht bleiben. Das war jedem klar, der war einfach ein überzeugter Nazi, also völlig inakzeptabel, gerade in diesem Institut für Völkerrecht. Jetzt also beginnt die Suche nach einem neuen Direktor. Es gibt da einige renommierte Namen, Erich Kaufmann in München, großer Staatsrechtler,
Carlo Schmidt wird genannt, aber die Universität lehnt für ihn ab und sagt, er hat gar keine Zeit. Das wusste er gar nicht, dass er die Zeit nicht hat. Man fragte ihn nicht, die wollten ihn nicht haben. Es gab noch ein paar andere Namen, das lasse ich jetzt alles mal weg. Es gäbe vor allem einen Namen, der hier fallen müsste, der aber von Anfang bis Ende nicht fällt. Das ist Hans Kelsen. Hans Kelsen war damals einer der führenden oder der führende Staatsrechtler in Deutschland, also bis 1933, ein Jude. Musste auch emigrieren, ist in der Emigration in den USA Grundschullehrer gewesen. Und jetzt also die Frage, holen wir Kelsen zurück? Die Frage stellt aber keiner. Das heißt, niemand fragt ihn. Ich mache es mal ganz kurz. Am Ende heißt der neue Direktor des Max-Planck-Instituts für Völkerrecht Bilfinger. Der wird dann doch wieder Direktor. Auf die Frage, weshalb das Gericht, also Spruchkammer in Sachen Entnazifizierung, warum die zu der Meinung gelangten, er sei nur Mitläufer gewesen, denn das taten sie, sagten sie, naja, die Texte, die von ihm vorlagen, waren nicht nationalsozialistisch infizierte Texte. Das stimmt sogar. Die Frage ist, warum lagen nur solche Texte von ihm vor? Ganz einfach, nur er hatte Texte vorgelegt. Bilfinger hatte dem Gericht gesagt, hier sind meine Texte, bitte prüf doch. Die Texte, die gegen ihn hätten verwendet werden können, tauchten nicht auf. Klar, man weiß warum. So wurde Herr Bilfinger also alter und neuer Direktor des Völkerrechtsinstituts in Heidelberg, Max-Planck-Institut für Völkerrecht. Christian, in dem Buch tauchen sehr viele Personen auf, bekanntere und teilweise unbekannte. Würdest du sagen, es gibt Helden und es gibt ausgesprochene Bösewichter? Zu Kategorien. Aber es gab zum Beispiel, um es auch mal eine Frau zu benennen, Ruth Andreas Friedrich, eine Widerstandskämpferin Berlin-Steglitz in der Widerstandsgruppe Onkel Emil. Ja, die hatten also in der gesamten Nazizeit über Widerstand geleistet, in unterschiedlichen Formen, hatten auch Juden gerettet. Das ist zum Beispiel eine, auf die passt das Etikett Heldin noch am ehesten. Sie selber sah sich gar nicht so. Thomas Mann sah sie übrigens auch nicht so, denn sie schrieb über ihre Zeit in der NS-Zeit ein Buch, das in den USA rauskam, 1944 oder 1945 schon. Und Thomas Mann las das und sagte, das sei doch Schundliteratur. Das war aber die Autobiografie einer deutschen Widerstandskämpferin. Fand Thomas Mann literarisch aber anspruchslos. Es gab natürlich ja Bösewichte, ich meine Speer, man muss über Speer nicht viel reden. Es gibt vor allem aber einfach Schicksale, die einen doch wirklich ergreifen, auch in dem zeitlichen Abstand. Also ich schildere da das Schicksal eines jüdischen Jungen, der in 5 oder 6 Konzentrationslagern gewesen ist. Thomas nenne ich ihn, also der heißt auch wirklich so, aber ich nenne nur seinen Vornamen zunächst. Sein Vater wurde umgebracht, Jude, und ich glaube sein Bruder auch. Er kommt zurück nach dem Zweiten Weltkrieg und geht in seine Vaterstadt, also Mutterstadt. Seine Mutter lebt in Göttingen und wartet auf ihren Sohn. Und Thomas kommt also zurück, kommt in die Schule. Und die ersten Monate geht es ihm so, wenn er rausguckt aus dem Fenster, wünscht er sich eine Knarre, um die Deutschen, die auf der Straße lang gehen, mit ihren Kindern einfach abzuknallen. Also Rachegefühle. Das wandelt sich mit der Zeit und er merkt dann, so kommt er nicht recht weiter. Glücklich würde er damit auch nicht werden, aber er träumt. Er träumt davon zum Beispiel, dass nachts ein Hubschrauber über seinem Haus kreist und eine Leiter runterlässt und mit einem Haken dran oder einen Strick mit einem Haken dran und man sein Bett nimmt, in dem er liegt und das Bett wird in die USA überführt. Ja, also er kann fliehen aus Deutschland. Das sind so die Fluchtgedanken eines Jungen im Alter von 12, 13 Jahren, der seine Rachegedanken sukzessive abbaut. Ja, dann später ist er tatsächlich in die USA emigriert und kam dann irgendwann an den Menschenrechtsgerichtshof als hoch anerkannter Völkerrechtler Thomas Bürgenthal. Und das sind so Schicksale, die einen wirklich berühren. Ich war also jemand, der als Junge allen Grund hat zu hassen. Und sei es auch nur, dass sein Vater umgebracht worden ist, er selber auch fast. Also er hat diesen Terror wirklich ausgehalten. Aber er verwehrt sich, in diese Richtung weiterzudenken, also zu hassen. Das ist sowas, finde ich schon beeindruckend. Einfach menschlich eine gewisse Stärke.
Heute ist die öffentliche Bibliothek in Göttingen nach Thomas Bürgenthal benannt. Ach, ja? Ja, er ist vor ungefähr 10 Jahren nach Göttingen noch, also er ist sicher häufiger in Göttingen gewesen, aber nach Göttingen zurückgekehrt und ist von dem damaligen dortigen Völkerrechtler in Ehren empfangen worden und die Bibliothek ist nach ihm benannt worden. Das gehört zu den langfristigen und sehr lange Zeit in Anspruch nehmenden Wiedergutmachungsmaßnahmen, die es in der Bundesrepublik gegeben hat. Aber das Ganze hat vor ungefähr 10, 15 Jahren stattgefunden, also diese Benennung. Thomas Bürgenthal, ein bekannter Mann. Ich habe eben bewusst zugespitzt die Frage nach Helden und Bösewichten gestellt. Ist mir schon klar, dass das nicht aufgeht. Aber deswegen, das habe ich bewusst getan, um einen Punkt aufzugreifen, der mir in dem Buch wichtig zu sein scheint, nämlich das ist die Frage nach der Ambivalenz menschlichen Verhaltens, nach der sozusagen Mehrdeutigkeit und auch nach den Zwangslagen, in denen viele der Menschen gesteckt haben und auch den zwiespältigen Gefühlszuständen, in denen sich die Menschen bewegen, die du hier zu Wort kommen lässt. Und ich möchte 3, 4 Beispiele aufgreifen, die man diskutieren kann. Ich möchte einen Mann sozusagen kurz nochmal in Erinnerung rufen, mit dem ich mich näher befasst habe. Das ist der herausragende Jurist der SPD gewesen in der frühen Phase der Bundesrepublik. Ein Mann namens Adolf Arndt, der SPD angehörend, in der NS-Zeit aus seinem Amt gejagt als Richter, dann als Anwalt überlebt, als sogenannter Halbjude beinahe umgebracht am Ende des Krieges. Dieser Mann tritt der SPD bei und leistet eine immense Aufgabe, immense Arbeit beim Wiederaufbau des Rechtsstaats der Bundesrepublik. Ein liberaler, zutiefst rechtsstaatlich denkender Mann. Dieser sogenannte Halbjude, Verfolgte des NS-Regimes und wichtiger liberaler Jurist, mischt sich in die große Debatte um die innere Emigration ein. Thomas Mann wird von Walter Molo angegriffen und von Thies angegriffen, muss sich zur Wehr setzen. Und Thomas Mann schreibt einen Leserbrief, von dem ich nie verstanden habe, wo er wirklich veröffentlicht wurde, aber er hat ihn geschrieben und ich habe den Text, in dem er sich in harter Weise von Thomas Mann abgrenzt. Arndt. In harter Weise von Thomas Mann abgrenzen, sagt, was versteht dieser Großschriftsteller eigentlich von dem, was wir in Deutschland haben erleiden müssen? Und es spricht hier ein Verfolgter des NS-Regimes, jemand, der gelitten hat, der eingeschränkt wurde, der große Probleme hatte. Das heißt, ich möchte einen Punkt hervorheben, dass vielleicht dieser Gegenüberstellung Thomas Mann einerseits und die etwas weich in den Knien Vertreter der inneren Emigration, dass das vielleicht nicht immer aufgeht. Menschen wie Adolf Arndt und andere, die tatsächlich auch unter Opfern in dem Land überlebt haben, die auch geschrieben haben, teilweise Sachen versucht haben zu veröffentlichen und sich von Thomas Mann entgegenhalten lassen müssen, das müsse alles eingestampft werden. Das ist ein harter Satz, den Thomas Mann hier spricht. Und es gibt sozusagen Zwischenlagen, die das nicht treffen, was er sagt. Das ist ein Beispiel. Christian, darf ich noch kurz? Ein anderes Beispiel ist Eugen Kogon, der als Verfolgter des NS-Regimes und Insasse von Konzentrationslagern eines der ersten wichtigen Bücher zum SS-Staat geschrieben hat, über das Konzentrationslagersystem. Und der dann später für das Recht auf politischen Irrtum plädiert. Also sozusagen jemand, der wirklich gelitten hat unter dem Regime, der das Recht auf politischen Irrtum hebt. Das ist nicht einfach einordnenbar. Das ist nicht strikter Nationalismus oder das ist nicht Weißwäscherei oder so etwas. Man könnte auch Hans-Werner Richter nennen, der als Schriftsteller ein Drehbuch, ja, falsch, ein Roman, richtig, ein Roman schreibt, der anschließend verfilmt wird. Und in diesem Roman die Nöte, die Gewissensnöte eines deutschen Soldaten schildert,
der weiß, dass es hier ein verbrecherischer Krieg ist und er gleichzeitig glaubt, das Vaterland verteidigen zu müssen. Das sind Zwangslagen, Gewissensfragen, Situationen, die nicht einfach sozusagen einordnenbar sind, in denen man irgendwie, würde ich sagen, auch als Historiker sagen, versuchen müsste zu verstehen, wie die Menschen dazu gekommen sind und wie sie es dann doch vermocht haben, sich von ihren eigenen Gefühlslagen dann schließlich zu distanzieren. Das ist ein langer Prozess. Aber das ist ein Prozess, der dauert und in dem die Fronten nicht so klar sind. Und das wollte ich sozusagen zum Thema Ambivalenz auf den Tisch bringen, als Thema, in dem man vielleicht sagen kann, der Nationalismus, den du immer wieder ankreidest, diese Verbohrtheit, diese Sturheit, die in dem Buch herrschen, dass dies nicht einfach politisch sozusagen einem ganz bestimmten Lager zuzuordnen ist, sondern dass es eine Gefühlslage gewesen ist, die bis hinein in die Liberalen, bis hinein in sozialdemokratische Kreise, die im Widerstand waren, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Das sind sehr interessante Fragen, die du ansprichst. Ich glaube, dass die Fälle Arndt, Kogon, Richter bei aller äußerlichen Ähnlichkeit aber dann doch ganz unterschiedlich anzusehen sind. Es geht mir in meinem Buch auch nicht um ein Urteil, um ein sittliches Urteil über die einzelnen Akteure. Das interessiert mich da gar nicht mehr. Was interessant ist, das ist, dass zum Beispiel die Gruppe 47, diese Literaturgruppe, angeleitet von Hans-Werner Richter, mit solchen Mitgliedern wie, jedenfalls einige, die ständig von Tabula Rasa reden. Tabula rasa war so das Zauberwort. Andere sprachen von Stunde Null. Das ist nun die Lebenslüge der Deutschen damals. Und dieser Lebenslüge unterlagen die Mitglieder dieser Gruppe 47, die sich so unglaublich links und liberal dünkte auch. Das war natürlich interessant, wenn man mal fragt, worüber haben die eigentlich geredet bei ihren ersten Treffen nach 48? Dies und das, die Lage der Literatur, die Lage der Deutschen angesichts der Niederlage, Holocaust, Judenvernichtung, nichts, gar nichts. Ich will darüber nicht moralisch urteilen, ich halte nur einfach fest, es war kein Thema. Und das betraf eben nicht nur die große Masse, die darüber nicht geredet hat, sondern auch die, die sich da als moralisch besser stehend vorgestellt haben. Über Kogon ist ein sehr interessanter Fall, weil der nun lange Jahre Buchenwald-Häftling war und nun auch wirklich von einer moralischen Klarheit ist, dass sich sowieso verbietet, jetzt da die einzelnen Worte zu sezieren, die er da spricht. Aber es geht in dem Buch auch gar nicht darum. Es geht übrigens auch nicht darum, dass ich da noch irgendwelche nationalistischen Rückstände feststelle. Es geht darum, dass die Amerikaner an die Universitäten ihre Leute schicken und mal prüfen lassen, wie ticken die da eigentlich an den Universitäten? Und die kommen dann, das sind so junge Korrespondenten, Zeitungskorrespondenten, die reisen dann durch die Zone und kommen zurück und sagen, wenn wir die westlichen Siegermächte erstmal abrücken, holen die sich den nächsten Hitler ran. Das ist alles, also was eben Thomas Mann auch sagt, Renazifikation. Damit rechnen die alle, dass die Deutschen Demokratie unfähig sind. Dann ist der erste Bundestagswahlkampf, Sommer 49. Was sind die Slogans? Alles nationalistisch, also von der SPD über die CDU, CSU bis zur KPD, alles nationalistische Wahlkampfslogans. Und das ist dann schon wirklich interessant, wie sich das verbindet. Der Kampf gegen die Demontage, das war einer der Hauptwahlkampfschlager, weg mit der Demontage. Überhaupt, wie kommen die Siegermächte dazu, war damals die Frage, uns unsere Wirtschaft nicht wieder aufbauen zu lassen. Ein Rätsel. Ich meine, die Deutschen haben jahrelang die Wirtschaften der von ihnen okkupierten Länder ausgebeutet. Jetzt verlangen sie natürlich die Aufbauhilfe der Siegermächte und das schließt Demontage von Anfang an aus. Der Wahlkampf mästet sich daran im Kampf gegen die Demontage. Das zweite Thema im Wahlkampf ist Generalamnestie für Kriegsverbrecher. Das war das Hauptthema. Es gab damals einen ganz bedeutenden, also sich bedeutend
dünkenden Völkerrechtler Friedrich Grimm. Der hatte schon Hitler beraten in der Außenpolitik. Der hat sein Treiben fortgesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und schrieb ein Gutachten, wonach völlig klar sei, dass sich die Kriegsverbrecher nicht schuldig gemacht hätten im strafrechtlichen Sinne. Der wurde dann der Berater von Herrn Mittelhaube, vielleicht kennt der ein oder andere hier im Raum den Namen noch, das war der Landesvorsitzende der FDP Nordrhein-Westfalen. Der machte eine Sammlungsbewegung, in der er alte NS-Leute und Frontkämpfer zusammenholte. Also Erich Mende, den kennen Sie vielleicht noch, den Namen, das war so einer von denen. Trug sein eisernes Kreuz immer als kleines Symbol auf dem Sakko. Und Herr Mittelhorfer ließ sich beraten in seinen Vorstellungen, wie man die Generalamnestie durchsetzen könnte, von diesem Professor Grimm. Das sah dann so aus, dass die FDP, jedenfalls Teile davon, tatsächlich für die Generalamnestie gleich nach dem Zusammentritt des Ersten Bundestags kämpften. Einer, der dagegen war, nur für eine Teilamnestie, für kleinere Verbrecher, war Heuss. Heuss war in den Ersten Bundestag gewählt worden, dann wurde er zum Bundespräsidenten gewählt, musste sein Bundestagsmandat abgeben. An wen gibt das ab? An eine Frau Hüttler, eine alte NSDAP-Frauenorganisationstante, die für die Generalamnestie eintrat. Das war die Nachfolgerin von Heuss in der FDP. Das waren furchtbare Verhältnisse. Also das Thema Ambivalenz begegnet einem ja, wenn man halbwegs liest, richtig liest, ständig. Die eindeutigen moralischen Urteile verbieten sich in einem Großteil der Fälle, aber es geht mir in dem Buch auch nicht um moralische Urteile. Gut. Wie steht es mit Ihrer Lust zu diskutieren? Und zu protestieren. Protestieren Sie doch einfach. Sagen Sie doch einfach, was Sie hier sagen, ist doch alles Mist. Ja, genau. Oder Sie möchten sozusagen Widerspruch, alles ist erwünscht. Falls Sie sozusagen sich noch sammeln wollen und Munition gewissermaßen sammeln wollen, würde ich noch eine Frage. Ah, bitte, ja, dann aber, bitte sehr. Ich wollte nur fragen. Ich wollte nur fragen, ob die Personen oder die Kreise, die in dem Buch beschrieben werden, vorwiegend Juristen und Literaturmenschen sind oder ob da auch andere Kreise... Normale auch, also nicht nur Richter, nicht nur Intellektuelle, alle möglichen. Also auch Schauspieler kommen natürlich auch drin vor, Studenten, ein paar Studenten, die an der Humboldt-Universität für Demokratisierung kämpften oder eintreten und dann in Bautzen landen für einige Jahre. Also, das geht nicht nur um diese paar ausgewählten Berufe. Klar, die Juristerei ist mir nah, weil ich selber aus dem Themenkreis komme und Literatur auch, weil ich auch aus dem Themenkreis komme, aber es ist nicht so, dass sich auf diese beiden Gruppen begrenzt. Überhaupt nicht. Das wäre auch langweilig. Zumal ich ja dann immer nur sagen würde, der hat auch, darum geht es aber gar nicht in dem Buch. Es geht darum, dass damals die Chancen wirklich schlecht standen, dass daraus was werden kann. Deswegen empfinde ich auch diese Diskussion in Deutschland, Herr Schlink wird ja in ein paar Tagen über das Thema sprechen, Leitkultur, also außerordentlich dämlich. Denn ja, die Leitkultur, die wurde den Deutschen, den Westdeutschen aufgedrückt. Also die Freiheit, die sie weggeworfen hatten, 1933, wurde ihnen aufgezwungen, 1945, Gott sei Dank. Für nichts können wir dankbarer sein als dafür. Nur, dass wir uns dann heute hinstellen und sagen, das, was wir hier haben, Demokratie und der ganze Kram, Grundgesetz, Leitkultur, wenn das Grundgesetz eines nicht sein wollte, dann war das Leitkultur, allenfalls für die Deutschen, dass sie endlich mal angeleitet werden, zurückzufinden zur westlichen Kultur, ja, das ja, war auch ein weiter Weg, aber doch nicht Leitkultur für ja, Leute, die nach Deutschland zuwandern. Unsinn. Bitte, weitere Fragen? Ja. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Bomarius, die habe ich, glaube ich, schon mal früher auch an
hier im Haus gestellt, aber nie darauf eine Antwort gefunden. Ich habe mich immer gefragt, wir wohnten, also ich bin groß geworden in einer Stadt in Süddeutschland, wo die BASF war. Ludwigshafen, oder? Ja, Ludwigshafen, ja. Mhm. Und unsere Nachbarn waren alles Akademiker aus der BASF. Und von diesen 6 Familien, die in unserem Haus wohnten, da waren im Grunde genommen nur 2 wurden nach dem Krieg entnazifiziert, weil sie in der NSDAP waren, in der Nazi-Partei. Und ich habe mich immer gefragt, was diese beiden gemeinsam hatten. Und das Einzige, was sie gemeinsam hatten, es waren 2 ganz aktive Verbindungsstudenten während ihres Studiums. Und ich habe mich immer gefragt, ob es darüber geschrieben worden ist. Ich habe das Gefühl, dass diese Studenten, die in eine Verbindung gehen, sind ja oft Leute, die in unserem Haus, wo wir wohnten, die nicht in der Verbindung waren, das waren zum Beispiel Musiker und so weiter. Die hatten also ein reiches Privatleben und brauchten nicht in eine Verbindung zu gehen, um sich eine Identität zu fabrizieren irgendwie. Und ich habe mich immer gefragt, ob darüber geschrieben worden ist, dass diese Verbindungen, dass die Leute, die in den Verbindungen waren, ganz direkt eingetreten sind in die SA hinterher. Darüber gibt es sicher Literatur, nur kenne ich sie nicht. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich... Das müsste doch an sich ein interessantes Thema sein, denn die Verbindungen gibt es ja in Frankreich überhaupt nicht. Aber in Deutschland haben die eine ganz große Rolle gespielt unter den Akademikern. Wenn Sie mögen, kann ich gerne was dazu sagen. Es gibt gute Studien zur Rolle der Verbindung, der studentischen Verbindung in der Weimarer Republik und zu ihrem Beitrag zur Zerstörung der Demokratie. Ich nenne einen deutsch-amerikanischen Kollegen, Michael Carter, der dazu einige sehr wichtige Sachen geschrieben hat, aber dazu gibt es, wenn man sucht, leicht und viele andere Dinge. Wenn ich das Wort habe, Christian, ich würde noch ein Wort dazu sagen, der Punkt der Verbindung, der studentischen Verbindung, den Sie ansprechen, man weiß heute auch aus historischen Studien, und ich habe es selbst im Laufe meines Studiums erfahren, dass studentische Verbindungen bestimmter Couleur, also bestimmter politischer Couleur, starke Kontinuitätsträger des Antisemitismus sind. Und übrigens nicht nur waren, sondern sind. Österreichische Verbindungen, Burschenschaften, die in der heutigen österreichischen Politik eine wichtige Rolle spielen und in der Freiheitlichen Partei, in der FPÖ Österreichs sehr nahestehen und wichtige Verbindungen darstellen. Die österreichischen Burschenschaften sind dafür bekannt und sie arbeiteten mit den deutschen Burschenschaften vor 1933, nach 1933 und dann auch nach 1945 zusammen. Das heißt, hier handelt es sich um ein Konglomerat demokratiefeindlichen, jedenfalls antiliberalen und potenziell antisemitischen Gedankengutes. Was auch immer Sie fragen mögen. Ob der reinen Information dient oder. Mich interessiert, wie das Publikum heute reagiert bei den Buchvorstellungen, die Sie in Deutschland haben. Denn ich meine, dieses düstere Bild der Nachkriegszeit steht ja sicherlich gut im Widerspruch zu dem, was viele Deutsche heute selber glauben, wie die Geschichte eigentlich in der Nachkriegszeit sich in Deutschland entwickelt hat, der Stolz auf das Grundgesetz, auf die Verfassung und auf dieses Wirtschaftswachstum und so weiter. Also ich meine, Sie zerstören diesen Mythos der erfolgreichen Bundesrepublik. Wie reagiert das Publikum? Sind die, ich nehme an, die Älteren stimmen Ihnen zu oder sind irgendwie oder kommen erst gar nicht zu den Veranstaltungen, wenn Sie Ihr Buch gelesen haben, und die Jüngeren wissen nichts. Ist es so? Jein. Also
Zu meinen Lesungen kommen fast nur Ältere. Also Junge sehe ich da kaum. Es kommen manchmal auch Ältere, die Jahrgang 49 sind. Die kommen einfach, weil sie es schön finden, sich mal aufzuklären, was war eigentlich los, als ich auf die Welt gekommen bin. Die lesen auch das Buch dann, einfach um mal zu wissen, was da so war. Die meisten sind eigentlich gar nicht so überrascht, wenn sie das hören, was ich ihnen sage. Die wundern sich eigentlich nicht. Also das ist schon, ich hatte eigentlich auch gedacht, da gibt es viel mehr Widerspruch und so, das fällt aber praktisch aus. Was merkwürdig ist, denn um es nochmal zu sagen, es ist interessant, auch jetzt gerade gab es wieder Umfragen, wie stehen die Deutschen zu dem Grundgesetz? Ich glaube, 88% sagen, sie lieben es. Die Demokratie hat wesentlich weniger Sympathie. Und da frage ich mich, wenn ich das lese, wie passt das denn zusammen? Wie kann man das Grundgesetz lieben und die Demokratie verachten? Wie funktioniert das? Also auch da wieder die Frage, was geht in diesen Köpfen vor? Wäre aber wirklich interessant, da mag es ja Punkte geben. Ich meine, dass die Demokratie nicht fehlerfrei ist, weiß sie selber am besten. Das ist das einzige System, das mit seinen Fehlern rechnet und auch Korrekturen oder Korrekturmöglichkeiten eingebaut hat. Das ist ja gerade das Großartige, finde ich, an einer Demokratie. Und sie funktioniert dann nicht mehr, wenn sie nicht mehr mit ihren Fehlern rechnet, wenn sie nicht mehr darauf reagiert. Aber darüber höre ich dann nichts. Ich höre nur, die Demokratie läuft nicht gut, aber das Grundgesetz ist wunderbar. Jetzt hat die FDP ja angekündigt, sie müsste oder sie wollte das Grundgesetz modernisieren. Also ich war 1990 der Meinung, dass das Grundgesetz eigentlich seine Zusage einhalten müsse und sich sozusagen abschaffen müsse. Das heißt, dass wir ein neues Grundgesetz, eine neue Verfassung bräuchten. Wie das ja auch in dem Grundgesetz stand, wenn die deutsche Einheit hergestellt ist, eine neue Verfassung. Mittlerweile bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben, denn ich glaube, nichts Besseres wäre dabei rausgekommen. Und wenn ich mir dann die Modernisierungsvorschläge von Herrn Lindner anhöre, denke ich mir, bitte, ich werde zu einem Konservativen, zu einem Reaktionär, der nichts von dem, was ist, hergeben will. Es soll alles bleiben, wie es ist, nur keine Modernisierung in diesem Sinne. Dass es ein paar Sachen gibt, die man dringend reformieren müsste, gar keine Frage. Natürlich, aber das ist ja ein anderes Feld. Fragen, Anmerkungen? Bitte. Ja, was Sie ja nicht erwähnt haben, ist der Aufbau des Grundgesetzes auf der Weimarer Verfassung. Und die Weimarer Verfassung war ja kein Diktat der Sieger. Jetzt fängt man an, eine Verfassung zu gründen wie 1948, sondern war frei gewählt. Und frei gewählt durch die Nationalversammlung etc. Die Weimarer Verfassung, genau. Wie das eine auf dem anderen aufbaut. Da ist ja im Augenblick eine Diskussion im Gange, weil einerseits das 70-jährige Jubiläum, andererseits das 100-jährige Jubiläum, sodass die beiden Verfassungen verglichen werden. Und die Weimarer Verfassung kommt ja teilweise besser dabei weg, vor allem von den Leuten, die das plebiszitäre Element verstärken wollen. Und es wird ja häufig argumentiert, dass das Grundgesetz ja das plebiszitäre Element vernachlässigt hat mit der mangelnden Präsidentenwahl durch das Volk, das wurde ja abgeschafft, und mit den Bestimmungen, die es ziemlich schwierig machen, ein Volksbegehren, Volksabstimmung etc. einzuleiten. Dazu haben Sie aber gar nichts gesagt. Sie haben immer nur davon gesprochen, wie das Grundgesetz sozusagen aufoktroyiert wurde von den Siegermächten auf einen nicht demokratisch gestimmte Bevölkerung damals, abgesehen von einer kleinen, vielleicht politischen Minderheit. Wenn das die Botschaft war, die bei Ihnen angekommen ist, dann habe ich das falsch ausgedrückt. Ich glaube, kein Volk der Welt kann froher sein über einen Oktroy als das Deutsche. Also, dass man uns die Freiheit aufgedrückt hat, stimmt ja. Aber nach dem Krieg, nach dem Massenmord, was für ein Glück, dass die Siegermächte uns die Freiheit bringen. Ne? Die hätten sich auch ganz anders verhalten können. Aber oktroyiert wurde uns ja nicht das Grundgesetz im Einzelnen. Oktroyiert wurde uns die Vorstellung, dass wir uns einen freiheitlichen Staat zu geben hätten. Die Grundrechte zum Beispiel sind ja nicht eine
Leistung nicht irgendwelche Implantate durch die Siegermächte. Überhaupt nicht. Das wurde auf Herrenchiemsee schon, klar, muss man auch drüber reden, auf Herrenchiemsee wurden die Grundrechte im Grunde schon aufgeschrieben. Und der Parlamentarische Rat hat sie dann eben in das Grundgesetz gesetzt. Aber das ist ja alles von den Deutschen gemacht. Da haben die Siegermächte haben sich dafür auch überhaupt nicht interessiert. Was die interessiert hat, war der bundesstaatliche Aufbau. Die ganzen Finanzfragen, wie viel Steuern kriegt der Bund, wie viel die Länder. Das waren die Fragen, die interessiert haben, aber nicht die grundrechtliche Ordnung. Dankeschön. Was die Weimarer Verfassung angeht, das müsste man noch mal extra bereden. Ich meine, zum Beispiel die Vorstellung, dass der Parlamentarische Rat nicht über das Grundgesetz hat abstimmen lassen, ja, aus Skepsis, ob die Deutschen dann richtig abstimmen. Das ist so alles falsch. Das können Sie auch schon mal im ersten Grundgesetzbuch nachlesen. Es geht darum, dass die Siegermächte zunächst gesagt haben, die Deutschen haben über das Grundgesetz am Ende abzustimmen. Da stand in den Frankfurter Empfehlungen drin, ja, dass die Deutschen nochmal abzustimmen hätten. Das war auch Konsens in dem Parlamentarischen Rat. Die SPD sah das so, die CDU alle. Bis auf die KPD, die sagte, wir stimmen darüber gar nicht ab, wir wollen es nicht haben. So, und dann aber ergeben sich aber unterschiedliche Änderungen. Das eine ist, dass der Unwille der Deutschen über die Siegermächte, Stichwort Demontage, zunimmt. Und tatsächlich bei den Siegermächten sich die Sorge breit macht, die Deutschen könnten am Ende dieses Grundgesetz ablehnen, um den Siegermächten klarzumachen, wir wollen euch nicht mehr haben. Aber es galt nun mal die Aussage auch Adenauers, am Ende stimmen die Deutschen ab. Warum schwenkt Adenauer um? Und Adenauer schwenkte dann im Laufe des Verfahrens um. Das lag nicht an der Skepsis, ob die Deutschen richtig abstimmen im Grundsätzlichen. Das hatte einen ganz konkreten Anlass. Dieser Anlass hatte auch einen Namen, der hieß Bischof Keller. Bischof Keller war Bischof in Münster. Es gab damals im Parlamentarischen Rat wenig bittere Streitigkeiten, aber einige hat es gegeben. Eine ging um die Frage des sogenannten Elternrechts, also Stichwort Konfessionsschulen. Die Kirchen wollten unbedingt Konfessionsschulen. SPD, CDU hatten gesagt, wir reden darüber nicht. Dann haben die Kirchen ihren Einfluss geltend gemacht. Es wurde doch darüber geredet. Und die Kirchen, gerade Herr Keller, verlangten einen Schutz der Konfessionsschulen in dem Grundgesetz. So. Das ist dann abgelehnt worden. Und daraufhin sagte der Keller, Bischof Keller, ihr könnt das ablehnen, aber dann lehnen wir, die Gläubigen, das Grundgesetz ab, wenn man uns fragt. So, das war die Stimmung. Ja, wegen des Elternrechts wollte der Bischof mobilisieren gegen das Grundgesetz. Und dann sagte Adenauer, Katholik, der er war, trotzdem, wenn das so ist, stimmt das Volk eben nicht ab. Und daraufhin schwenkte er auch um und plötzlich war die Mehrheit gegen eine Volksabstimmung. Aber es gab auch gar keinen Grund für den Parlamentarischen Rat, prinzipiell was gegen Plebiszite zu sagen, denn an den Plebisziten scheiterte Weimar ja nicht. Das ist auch so ein Mythos. Ne? Das war nicht so. Oder wie sieht man, du bist der Historiker von uns. Ne? Das ist ja. Nein, Weimar ist nicht an den Plebisziten gescheitert, sondern an der mangelnden Unterstützung einer demokratischen Verfassung durch seine Bevölkerung. Gleichwohl herrschte aber nach meiner Kenntnis im Parlamentarischen Rat eine gewisse Vorstellung davon, dass Plebiszite gefährlich sein könnten. Und deswegen an diesem Punkt im Grunde genommen nichts in das Grundgesetz aufgenommen wurde, die repräsentative Demokratie gestärkt wurde, weil die Vorstellung war und vielleicht auch zu Recht aus deinem Buch wird es ja deutlich, dass das deutsche Volk, das sozusagen dieses Grundgesetz bekommen sollte, möglicherweise noch nicht so weit war, dieses mögliche Instrument eines Plebiszits in einer Weise zu benutzen, dass die Demokratie gestärkt wird. Jedenfalls ist in einem sozusagen komplizierten Absetzung von Weimar das plebiszitäre Element im Grundgesetz so gut wie nicht vorhanden und jedenfalls stark beiseite gedrängt worden. Ich hätte noch eine Frage, aber ich frage mich, ob eine solche Frage noch zu debattieren wäre. Es sei denn, Sie möchten noch Fragen stellen. Haben Sie denn noch Lust, etwas zuzuhören? Dann würde ich Christian Bomarius eine Frage stellen, die mich während der Lektüre stark beschäftigt hat und die mich auch außerhalb dieser Lektüre beschäftigt hat, nämlich die Frage
die immer wieder direkt oder indirekt in dem Buch aufscheint, nämlich die Frage des Vergessens. Viele der Personen in diesem Buch vergessen. Vor allen Dingen diejenigen, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen, die beteiligt waren an einem mörderischen Regime, die dem Nationalsozialismus die Stange gehalten haben, die verwickelt waren, direkt oder indirekt, in Taten, die nach 1945 als Verbrechen sozusagen klar deklariert wurden und nur teilweise sanktioniert und verurteilt wurden. So. Aber die ganze Frage, wie viel darf man vergessen als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Volksgemeinschaft, als staatliche Gemeinschaft, wie viel darf man vergessen und wie viel nicht, wurde ja diskutiert. Und in deinem Buch gibt es einige wichtige Stimmen dazu. Es gibt beispielsweise Karl Schmidt, den bereits genannten Staatsrechtler, der als einer der wenigen deutschen Staatsrechtler nach 1945 keine Professur mehr bekam, weil er zu stark involviert gewesen war in das nationalsozialistische Regime. Und Details lasse ich mal draußen. Karl Schmidt protestiert gegen die Aufklärungskultur der Zeit und sagt, das Vergessen ist für viele Völker ein Segen, eine Gnade und eine Bedingung des Fortlebens, sagt er. Aber er sagt es nicht als einziger. Und ich habe in dem Buch, und vielleicht korrigierst du mich, wenn ich dich falsch zitiere, in dem Buch ein Zitat des Liberalen Theodor Heuss gefunden, der sagt, die Fähigkeit zu vergessen ist für Völker eine Gnade, für Individuen manchmal und häufig sogar eine Art, sich selbst zu entlasten und sich der Verantwortung zu entziehen. Das heißt, ein differenzierteres Urteil. Aber bei beiden, die politisch unterschiedlichen Positionen zuzuordnen sind, findet sich die Vorstellung, dass Vergessen auch etwas Heilsames sein kann. Und ich zitiere abschließend nur einen Politikwissenschaftler und historisch arbeitenden Politikwissenschaftler, Hermann Lübbe, der auf einem Historikertag, du kennst es, auf einem Historikertag darüber gesprochen hat, dass der innere Frieden dieser bundesdeutschen Gesellschaft in den 50er und beginnenden 60er Jahren nur dadurch hat hergestellt werden können, dass entweder vergessen wurde oder, wie er es nannte, ein kommunikatives Beschweigen der Vergangenheit geherrscht hat. Kurzum, eine Phase des Vergessens, des Beiseitelegens, die eventuell notwendig ist, um einen Staat und eine Gesellschaft überhaupt zusammenzuhalten und sie dann möglicherweise zu reformieren. Das ist eine These, die nicht selten vertreten wird und damals auch vertreten wurde. Was sagst du dazu? Ich glaube, diese These ist nicht falsch, aber man muss sie doch sehr genau sich angucken. Also, um es mal mit einem ganz anderen Beispiel aufzuziehen, im Parlamentarischen Rat saßen nun insgesamt 77 Mitglieder, fast alle von denen Nazi-Opfer oder Gegner. Die galten ja 4 Jahre davor bei der Mehrheit der Deutschen als Defätisten, Charakterschweine, Hochverräter. Das waren ja Gegner des deutschen Volkes bis 8. Mai 1945. So haben das die Deutschen ja gesehen. Die Ratsmitglieder mussten vergessen, als sie im Rat saßen, was für ein Volk da um sie rum saß. Die hatten ja nicht alle schlagartig umgedacht. Man musste sich darüber wegsetzen. Und Adenauer ist natürlich derjenige oder einer von denen, der das sofort sah. Wenn er nicht vergessen kann, muss er gar nicht erst antreten. Es gibt einen sehr bekannten Dialog zwischen Adenauer und Carlo Schmidt. Und da sagt Adenauer zu Carlo Schmidt, der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, Sie sind Menschenfreund, ich bin es nicht. Und genau das ist es. Nach den Erfahrungen, die Adenauer gemacht hatte, konnte er ein Menschenfreund nicht mehr sein. Aber er war auch klug genug, um zu wissen, er kann nicht fortwährend darüber reden, was er den Deutschen vorzuwerfen hat. Das war dieser Deal, würden wir heute sagen, von dem ich vorhin sprach, also die Abmachung, ihr seid ruhig, ihr
dürft vergessen und dann vergessen wir euch. Ihr passt euch an und werdet dadurch integriert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, also jeder Einzelne von uns, glaube ich, kann überhaupt nur überleben, indem er vergisst. Das ist unabhängig von historischen Situationen eine Grundbedingung menschlichen Existierens, dass wir vergessen können und es auch fortwährend tun. Wenn wir uns alles merken würden, würden wir irgendwann zusammenbrechen. Man sieht das zum Beispiel auch bei Levi, der nun aus dem Konzentrationslager kommt und Jahrzehnte noch lebt in Turin als Chemiker und Autor. Und irgendwann hält er diese Vorstellung seiner eigenen Vergangenheit und der Präsenz seines Lebens, seines Überlebens nicht mehr aus und springt dann aus dem drunterfüllten Stock. Also da ist das eben so ein Fall, da kann einer nicht vergessen, ja, dass er überlebt hat, das hat er sich vorgeworfen. Das ist, gibt aus der Nachkriegszeit, 47, 48, eine sehr interessante Reportage eines schwedischen Journalisten, der sich mit der Haltung auseinandersetzt, die Deutschen seien so zynisch, dass sie nur über ihr eigenes Überleben nachdenken und nicht über die Schuld. Und dann sagt Stig Dagerson, heißt er, glaube ich, der sagt dann, worüber sollen die eigentlich nachdenken? Wie sollen die das eigentlich machen? Die leben in ihren feuchten Kellern, haben nichts zu beißen, wissen nicht, wo sie morgen schlafen sollen und ihr verlangt, dass die jetzt über ihre Schuld reden, ist ja nicht völlig abwegig. Nur die Frage ist erstens, ist es möglich, diese Verbrechen, um die es hier geht, das sind ja nicht einzelne individuelle Straftaten, wir reden hier von einem Menschheitsverbrechen, kollektiv Dauer zu bildschweigen über Jahrzehnte und es war offenbar nicht möglich. Irgendwann bricht es dann doch heraus. Vor allem die Vorstellung, es gilt ein Grundgesetz, Artikel 1 Menschenwürde, als, wie man immer so sagt, verfassungsrechtlicher Höchstwert. Und unter diesem Höchstwert der Menschenwürde schweigt ein Volk 40 Jahre lang über dieses Menschheitsverbrechen. Das kann nicht sein. Also wir hätten praktisch, wäre das nicht irgendwann aufgebrochen, hätten wir das Grundgesetz von innen ausgehöhlt. Also man musste irgendwann zu einer Form des Redens finden. Das taten wir dann auch. Und da merkt man eben auch, dass das Vergessen eine Zeit lang hilfreich sein kann, aber dann irgendwann wird es auch destruktiv, also autodestruktiv. Ja, und wurde zunehmend nach einer Phase des Beschweigens dieses Menschheitsverbrechens ab den 50er Jahren, ab dem Ende der 50er Jahre zunehmend tatsächlich aufgelöst, aufgebrochen. Es gab justizielle Ahndung dieser großen Verbrechensserie durch die Ludwigsburger Stelle für die Aufklärung von NS-Verbrechen. Es gab den von dir auch zitierten ersten großen Auschwitz-Prozess, den der bedeutende Generalstaatsanwalt Fritz Bauer sozusagen angestoßen hat und für ihn hat recherchieren lassen. Es gab in der Folge in den 60er Jahren immer weitere Gerichtsprozesse, die eine sehr wichtige Rolle bei der Aufklärung der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung gespielt haben. Es gab 68, in dem die Erinnerung an den Nationalsozialismus in der Vorstellung der Akteure der 68er eine Rolle gespielt hat, eine etwas überschätzte, aber dennoch eine Rolle gespielt hat. Und in den 70er Jahren zunehmend der Eingang des Wissen in die Schulbücher, in die Geschichtsschreibung ohnehin, aber auch in die Schulbücher und damit sozusagen der Durchbruch zu einer massenwirksamen Aufklärung über dieses große nationalsozialistische Menschheitsverbrechen. Aber das hat seine Zeit gedauert und ich höre aus dem, was du sagst, heraus, dass auch du der Meinung bist, dass es eine gewisse Phase gegeben hat, eine Stabilisierungsphase, in der es möglicherweise gesellschaftlich notwendig war, zu schweigen. Damit Nachbarn, die voneinander wussten, dass sie in der Wehrmacht, dass sie in den NS oder teilweise SS-Verbänden gekämpft hatten und gemordet hatten, sich überhaupt noch begegnen konnten. Ja. Ich meine, das ist, glaube ich, genauso wie du sagst, nur Problem ist dann immer, dass derjenige, der nicht schweigt, derjenige ist, der ausgegrenzt wird. Und das war so. Ich meine, auch dieser Thomas Burgenthal, der reden will und er darf nicht reden. Also er ist das Opfer. Man lässt ihn aber nicht zu Wort kommen.
steht ihm nicht zu. Also die Täter schweigen und haben auch einen Anspruch darauf, weiter schweigen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, das, was die Situation in der Bundesrepublik der 50er Jahre so unerträglich macht. Jeder wusste genau, wir schweigen hier aus, wenn man so will, lebenstaktischen Gründen. Das bedeutet aber auch für alle anderen, schweigen zu müssen. Wir dürfen es und die anderen müssen es. Und das ist natürlich nicht gut auf Dauer. Also, was vorhin das schöne Wort Ambivalenz verwendet, das ist natürlich auch in der Entwicklung der Bundesrepublik ein interessantes Phänomen. Wir haben nicht die Kontinuität in der Aufarbeitung. Wir haben zum Beispiel in den 60er Jahren eine Strafrechtsreform des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Da kamen Paragraphen in das Ordnungswidrigkeitengesetz hineingesetzt von einem Ministerialdirigenten im Bundesjustizministerium, ein Herr Dreher, der ist auch Strafrechtskommentator gewesen, einer also der führenden Strafrechtskommentatoren in der Bundesrepublik, der hat in das Ordnungswidrigkeitengesetz, also Ordnungswidrigkeiten sind Rechtsverfehlungen unterhalb von Straftaten, der hat da reingesetzt, dass die Beihilfe bei Mord und Totschlag verjährt. So, das kommt in das Ordnungswidrigkeitengesetz. Sagt keiner. Ich glaube auch einigen Abgeordneten, die haben das nicht gesehen. Jedenfalls wurde das durchgewunken im Bundestag. Die Folge war, dass jahrzehntelang die Wachtmeister in den Konzentrationslagern straffrei ausgingen, wegen Taten verjährt. Alles verjährt. Die waren wegen Beihilfe dran und waren eben nicht mehr dran. Das waren so, also wir hatten da große Fortschritte, da stimme ich zu, auch durch die Serie Holocaust übrigens auch. Ende der 70er Jahre, im deutschen Fernsehen Holocaust, wer war das? Spielberg, ne? Spielberg, so, und dann fällt den Deutschen plötzlich auf, huch, vor 40 Jahren haben wir einen Massenmord begangen. Offenbar war ihnen das völlig entfallen. Das war schon merkwürdig, dass eine Fernsehserie so eine Wirkung haben konnte. Bis heute glaube ich es nicht ganz, dass das wirklich dieses Hinweises bedurfte, aber wie auch immer. Nur, also es gibt da keine Kontinuität. Es gibt halt auch immer so und so viele Rückschläge. Und dieses Ordnungswidrigkeitengesetz war zum Beispiel so einer. Auch, dass sie, das Beispiel wird immer wieder verwendet, aber es stimmt eben auch, kein einziger Nazi-Richter wurde wegen Rechtsbeugung verurteilt. Und dann aber, 1990, der Schwenk des 5. Strafsenats des BGH in Leipzig, der sagt, also früher hieß es, die Nazi-Richter glaubten ja daran, an die Normen. Die glaubten also, sie würden rechtstreu sich verhalten, wenn sie wegen Bagatellstraftaten Todesstrafen verhängen. Gut. Nach 1990 heißt es plötzlich, es ist doch offensichtlich, dass in der DDR es eine Unrechtsprechung gab. Ja, und dass es da also Straftaten gab, die niemals so scharf hätten abgestraft werden dürfen. Ich fand den Schwenk der Rechtsprechung vollkommen richtig. Es war evident, in der DDR gab es rechtsbeugende Richter. Ja, klar. Nur das fiel denen erst nach 1990 auf. Davor, 40 Jahre, nichts aufgefallen. Das sind dann so Dinge, da überlegt man sich schon, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Diese Rede in der früheren DDR von der Siegerjustiz, das ist Unsinn einerseits. Nur solche Beispiele sind Beispiele dafür, dass es doch sowas in die Richtung gegeben haben könnte. Also das war kein Ruhmesblatt für die bundesdeutsche Justiz. Zum Beispiel Filbinger. Filbinger wurde ja nicht. Er wurde nicht verurteilt, er musste zurücktreten. Ja gut, da haben wir einige Fälle gehabt. Ja, davon gibt es ja etliche Fälle, ne, die dann zurücktreten mussten, also Staatsanwälte auch, Richter auch, die dann auch aufhören mussten. Aber Strafurteile fehlten. Und bei Filbinger auch. Nur dem konnte man, glaube ich, auch den Mord im Einzelnen nicht nachweisen. Ich glaube, da war das nicht klar, was der da genau gemacht hat. Im Grunde, ich war vor ein paar Jahren in dem Strafverfahren vor dem Landgericht Lüneburg gegen einen alten Wachmann in Auschwitz. Schon Anfang 90. Und die Frage, die mich da überhaupt hinbrachte, war eine einzige: Welches Interesse haben Hinterbliebene an einem Urteil, also Schuldspruch gegenüber diesem Wachmann? Antwort: Das allergrößte Interesse. Es ging ihnen überhaupt nicht darum, dass der noch ein paar Jahre im Knast sitzen muss. Das war nicht ihre Themenstellung. Die Frage war: Gibt es einen Schuldspruch?
sagt der Staat, ihr habt Unrecht getan. Darum ging es denen. Das tat der Staat und das war gut für die Menschen, wichtig für die Menschen. Ich habe da mit Kindern und mit Enkeln geredet von Mordopfern der Nazis. Ja, und die haben gesagt, nur darum geht es uns. Da hat die bundesdeutsche Justiz extrem versagt, indem sie nicht mal das fertiggebracht hat. Es ging den meisten, glaube ich, nie darum, die KZ-Leute einzusperren. Es ging wirklich um die schriftliche Fixierung ihrer Schuld. Ja, das ist ein wichtiger Schritt, den du jetzt nochmal gemacht hast, von der Diskussion um das Jahr 49 und das Grundgesetz hin zu einer aktuelleren Problematik. Wie hat es sich denn im Verlauf der Bundesrepublik entwickelt? Auch hier gab es Rückschläge. Es gab insgesamt eine fortschreitende Aufklärung, das kann man sicher sagen, aber auch Rückschritte. Und dann aber erst 1990 eine neue Rechtsprechung, die hätte man sie in den 50er Jahren bereits in der Bundesrepublik angewandt, zur Verurteilung vieler dieser Richter, die über Jahrzehnte hinweg als ehemalige NS-Richter in der Bundesrepublik amtierten, die zu deren Verurteilung hätte führen müssen. Man kann sagen, wenn man über andere urteilen muss, und die anderen sind halt die DDR-Richter, dann ist man leichter bei der Hand mit einem Schuldspruch, als wenn man sozusagen über das eigene Land urteilt, oder? Dazu noch ein kleines Beispiel, wenn es Sie nicht zu sehr langweilt. Das Beispiel hat den Namen Chapeau Rouge. Chapeau Rouge Senior saß in dem Parlamentarischen Rat, Jurist, und stritt für die Todesstrafe und dafür, dass Richter in der künftigen bundesdeutschen Justiz nicht mehr über ihre parteilichen Ausrichtungen Auskunft geben sollen. Also Richter sind ja neutral, deswegen sollte man sie doch nicht nach ihren Einstellungen fragen. So, dieser Chapeau Rouge Senior hat einen Sohn, Chapeau Rouge Junior. Und Chapeau Rouge Junior war in der Nazizeit Richter in Hamburg. Und der urteilte in diesem sogenannten Rasseschandeverfahren. Also ein Jude schläft mit einer deutschen Frau oder nähert sich ihr sexuell. Die Urteile dazu sind brutal und unterschrieben, auch von Chapeau Rouge Junior, mit völlig wahnsinnigen Gründen. Und dieser Chapeau Rouge Junior macht dann Karriere in der bundesdeutschen Justiz, ist nie angeklagt worden, klar, wie alle anderen auch nicht. Und der wird dann irgendwann Bundesverwaltungsrichter. Und vor das Bundesverwaltungsgericht kamen die radikalen Erlassfälle. Also am Beispiel von Herrn Chapeau Rouge, zwei Lehramtsreferendarinnen dürfen nicht in den öffentlichen Dienst, weil sie DKP-Mitglieder sind. Sonst wurde ihnen nichts vorgeworfen, außer der Mitgliedschaft. Und Chapeau Rouge schreibt das Urteil über diese beiden Frauen, sie stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sowas aus der Feder eines alten Nazi-Richters ist natürlich schon ein Tort. Da hat die deutsche Justiz nichts Gutes getan. Das schadete ihr mehr als alles andere. Ich glaube, also Fehlurteile, das tut einigen schon weh, aber auf Dauer schadet es nicht. Jeder weiß, wo Menschen urteilen, urteilen sie auch falsch. Aber hier geht es darum, dass einfach der doppelte Maßstab, ne? Also das ist eine Doppelmoral. Ne? Und das war, glaube ich, für das Ansehen, für die Glaubwürdigkeit der bundesdeutschen Justiz auf Dauer schädlicher als etliche Fehlurteile. So. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Falls nicht, würde ich unser Gespräch gerne zum Ende kommen lassen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre Teilnahme durch Fragen. Vielleicht auch eine kritische Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben aus diesem Gespräch zumindest einen starken Eindruck von diesem starken Buch mitgenommen und vielleicht auch eine Problematik nachgedacht und weiterhin Anlass nachzudenken, wie schafft man es, aus einer totalitären, stark autoritär geprägten Gesellschaft überhaupt eine freiheitliche Denkende, eine halbwegs oder dann ganz demokratische zu machen. Eins ist jedenfalls sehr deutlich geworden, die Frage einer langen, langen Zeit, die vergehen muss, und der Nutzen einer in einem glücklichen Moment der deutschen Geschichte
gefundenen, sehr freiheitlichen Grundgesetz, einer Verfassung, die dazu Anlass und Anstoß gegeben hat. Und Christian Bomarius hat dieses Spannungsverhältnis zwischen einer ihrer Zeit weit vorausweisenden Verfassung und ihrer langsamen Erfüllung in diesem Buch sehr deutlich gemacht. Vielen Dank, lieber Christian, für dein Buch und den Beitrag dazu. Vielen Dank Ihnen allen und ich wünsche auch natürlich unserer Dolmetscherin, die eine... Bitte? Frau Geißer, die eine, ja, in der Tat eine schwierige... eine schwierige Aufgabe hatte und wir danken ihr sehr. Ihnen allen vielen Dank und einen guten Abend. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für deine Moderation, für den schönen Abend, für Ihr Kommen heute Abend, dass Sie das Opfer gebracht haben. Wen habe ich jetzt vergessen? Die Gastgeberin, ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Deuss. Ich bedanke mich bei jeder Mann und jeder Frau, die hier ist heute Abend. Natürlich zuvorderst dem Moderator.